Wir probieren mal was Neues oder was bisschen was anders. Wir haben, das habt ihr ja gesehen, jetzt auf alle Sitzplätze einen Zitatezettel gelegt. Und wir wollen ein bisschen an den Zitaten ein bisschen entlang arbeiten. Schauen, wie man den öffentlichen Stellungnahmen, sei es der Politiker, sei es ihrer Opposition, wie man den Stellungnahmen, die Parteilichkeit, die Ideologie oder die Lüge, wenn es direkt Lüge sein sollte, entnehmen kann, genauso aber auch Auskünfte über den Gegenstand, über die Sache. Es ist nicht ganz dasselbe, ob man was darauf hinliest, inwiefern es eine parteiliche verzerrte Darstellung ist, oder ob man es darauf hinliest, was man der Sache entnehmen kann. Aber beides lohnt sich, und deswegen ist der Versuch jetzt mal mit ein bisschen Zitatvorgaben zu sagen, so reden wir doch einmal da drüber, da kann dann auch der eine oder andere im Publikum, wenn er Lust hat, sich relativ früh beteiligen, und wir versuchen, die Darstellung der Sache schon immer noch dabei im Auge zu behalten, aber auch so eine gewisse Offenheit in puncto, wer jetzt dem was entnimmt oder wer dazu was sagen will, hat am Zitat Gelegenheit zu sagen, was er dem entnimmt, was er dazu meint. Und schauen wir mal, ob wir den Überblick über die ganze Geschichte dabei behalten können. Ich mache eine kurze Vorbemerkung zum ganzen Gegenstand, damit man ein bisschen damit man in Fokus kriegt, damit man einen Blick drauf hat, was jetzt das Thema ist. Und dazu will ich bloß schnell sagen, Griechenland ist nicht erst im Januar 2015 pleite, sondern Griechenland ist schon seit 2012 pleite. Das Neue liegt nicht daran, dass Griechenland keinen Kredit mehr hat. Keinen Kredit mehr kriegt, soll heißen, auf den Finanzmärkten seine Schuldpapiere nicht mehr verkaufen kann. Keine Abnehmer für seine Schuldpapiere findet. Auf der einen Seite also keine neuen Schulden machen kann, auf der anderen Seite jede Menge Schulden zu bedienen und natürlich laufzeitgemäß zu tilgen hat. Das ist ja der Stand der Dinge. Das ist aber alles schon seit ein paar Jahren der Fall. Und seit ein paar Jahren läuft das alles auch schon in der Form immer weiter, dass die diversen europäischen Rettungsfonds, man weiß dann immer gar nicht, ist es der EFSF oder ist es der ESM, ist aber auch letztlich egal, dass europäische Rettungsfonds den Griechen den Zugang zum Kapitalmarkt ersetzen, indem die Rettungsfonds den Griechen neue Schulden machen lassen, mit denen sie ihre Verpflichtungen erfüllen. Dafür aber praktisch Griechenland den Haushalt von außen führen. Griechenland hat als Schuldner, der nicht zahlen kann, seine Hoheit über seinen Staatshaushalt verloren. Es ist unter Aufsicht gestellt, das ist das berühmte Troika-Regime. Diese Institutionen, das ist die Kombination aus Europäischer Kommission, aus Europäischer Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds, IWF, die miteinander genehmigen Ausgaben, die der griechische Staat machen will. Also entscheiden auswärtige Instanzen, wofür es in Griechenland noch Geld gibt und wofür nicht. Das läuft schon die ganze Zeit. Auch das ist nicht das Neue. Zugleich ist die ganze Zeit schon klar, die Bereitschaft, sich unter die Troika-Anforderungen zu beugen, ist die Bedingung dafür, dass Griechenland die Finanzierungen gewährt kriegt, die nötig sind, damit überhaupt der Staatsbankrott nicht offiziell vollzogen wird. Also damit überhaupt die im Grunde nicht bedienbaren Schulden weiter bedient werden. Das ist der Stand der Dinge. Neu ist überhaupt bloß eins. Es ist in Griechenland eine Linksregierung gewählt worden, die den Standpunkt einnimmt, Griechenland hält es nicht mehr aus. Der politische Wille dieses Landes
das Volk, wie natürlich dann die gewählten Vertreter auch sagen und worauf sie sich berufen, das Volk kann diese Tortur, ja, wie hieß es, finanzielles Waterboarding, hat der Varoufakis gesagt, Griechenland kann diese Zwangsbewirtschaftung seines Haushalts, diese Zwänge zum immer weiteren Sparen nicht mehr aushalten. Und sie ließen sich wählen mit dem Argument, das Troika-Regime ist vorbei. Und sie treten an Europa ran mit dem Anspruch, es muss eine neue Regelung der Schulden und eine neue Weise der Bewirtschaftung Griechenlands her. So jedenfalls geht es nicht weiter. Dieser Konflikt, dass die anderen sagen, so geht es sehr wohl weiter und die Griechen sagen, so geht es nicht weiter. Dieser Konflikt ist es, der jetzt den schon die ganze Zeit existenten Staatsbankrott an die Schwelle dessen, dass er als offizieller Staatsbankrott und als erzwungener Austritt Griechenlands aus der Eurozone auch vollzogen wird, der berühmte Grexit. Um diesen Streit geht es, um den Streit, ob Griechenland eine Revision der Konditionen kriegen kann, die es im Urteil seiner neuen Regierung nicht mehr aushält. Oder ob, andere Seite, Griechenland sich weiterhin dem Regime beugt, weil es sonst kein Geld kriegt. Das ist der Streit, um den es jetzt geht. Und zu diesem Streit, da schauen wir uns jetzt ein bisschen die Zitate an. Dass die in Deutschland natürlich als erste gefragt sind, weil die deutsche Regierung in europäischen Geldfragen ein ganz entscheidendes Wort zu reden hat, eigentlich das Entscheidende, ist kein Wunder. Und in Deutschland nehmen auch alle politischen Richtungen vom Schäuble, von der AfD und so weiter, also von denen, die gleich sagen, die hätten sowieso nie reingehört und die gehören raus aus dem Euro. Über den Schäuble, der sagt, er hält die Hand auf der Kasse. Bis zu den Linken, sogar bis zu den Demonstranten in Frankfurt letzte Woche, nehmen eigentlich alle zu dieser Frage Stellung. Und ein bisschen, wie nehmen sie zu der Frage Stellung? Das ist das, was ich meine, darüber sollten wir jetzt ein bisschen nachdenken, wenn man sich das erste Zitat anschaut. Also ihr seht ja, das erste Zitat ist von den deutschen Offiziellen und das zweite, also und der zweite Block ist von den Linken. Also dieses Zitat, wir sind in Europa eine Gemeinschaft, wir werden in diesem 21. Jahrhundert und wir Deutschen mehr als alle anderen eine gute Zukunft nur dann haben, wenn die europäische Einigung weiter gelingt, wenn Europa zusammensteht, wenn wir uns in Europa aufeinander verlassen können, in guten und in weniger guten Zeiten, wenn diejenigen, die es besonders schwierig haben, Solidarität von anderen bekommen und wenn diejenigen, die es wirtschaftlich besser haben, anderen das gewähren. Nehmen wir die Geschichte gleich andersrum auch noch. Eins geht nicht, sagt dann ausgerechnet der Sozialdemokrat Sigmar Gabriel. Eins geht nicht. Wir können nicht in Griechenland die Dinge leichter machen und dafür die deutschen und europäischen Steuerzahler zahlen lassen. Ja, genau. Gabriel. Also es geht ein bisschen darum, was ist der Standpunkt, was ist die Wahrheit, was ist die Lüge von solchen Stellungnahmen. Ja, jetzt habt ihr gemeint, ihr kriegt was erzählt. Jetzt wollen wir was von euch erzählt kriegen. Gut, muss ja nicht sein.
Also die Idee bei dem ersten Zitat, würde ich sagen, diesen Begriff oder Wert der Solidarität, ja, könnte man mal rumdenken, was der Schäuble da eigentlich mit verknüpft, wenn der mit dem Gedanken einsteigt, wir sind in Europa eine Gemeinschaft. Ja, dann sagt er halt so unverblümt, wir stehen doch füreinander ein und das ist wichtig, dass wir zusammenhalten. Ja? So, was ist dann der Gehalt von Zusammenhalten? Dem entnehme ich erstmal, weil er ja Deutschland darin auch nochmal betont, den politischen Willen, Europa als diese Gemeinschaft, die sich ein gemeinsames Geld gegeben hat und damit einen Großversuch gestartet hat, dass er diese Gemeinschaft und dieses Projekt aufrechterhalten will. Das wäre mal das Erste. Ja, also, dass das der bekundete Wille ist, Europa als die imperialistische Macht zu halten, zu erhalten und stark zu halten. Ja. Also, ja. Meinst du wunderbar? Also erstmal ja, genau. Und das merkt man auch den Formulierungen an, wir haben nur eine gute Zukunft, wenn. Also mit imperialistischer Macht könnte man sich einmal noch eine Weile zurückhalten, aber jedenfalls Europa als dieses Projekt wird richtig ausgedrückt als, ja, das ist für die deutsche Staatsräson die allererste Priorität. Ja, unsere ganze Zukunft hängt am Gelingen dieses Dings, dieses Europa. Das bekennt er und das sagt er, das will er beieinander halten. Aber nehmen wir mal den anderen Satz. Wir sind doch eine Sphäre der Solidarität. Wir sind doch ein Raum, in dem man zusammenhält. Die Schwachen und die Starken. Und wenn denen es wirtschaftlich ein bisschen besser geht und wenn es welchen nicht so gut geht, dann kriegen sie die Solidarität der anderen. Was ist denn davon zu halten? Ich mache mal eine These rein, ja? Das ist die Solidarität auf der Ebene der Staatsfinanzierung oder des Einsatzes für die griechische Nichtfinanzierbarkeit des Staates braucht, ist ein Dokument dessen, dass Europa kein Raum der Solidarität ist. Also die Solidarität auf dem Finanzsektor, über die es da jetzt geht, die ist doch die andere Seite davon, dass Europa ein Raum der Konkurrenz ist, in der nicht nur Unternehmen gegeneinander konkurrieren und Erfolg und Misserfolg haben, sondern Staaten miteinander konkurrieren und manche daran kaputt gehen. Also von wegen Europa ist ein Raum der Solidarität. Das ist jetzt schon die erste Form der brutalen Schönfärberei. Er denkt an die Seite der Staatsfinanzierung Griechenlands, die von außen gewährleistet wird. Okay, kann man sagen. Aber warum das nötig ist? Das verweist aufs genaue Gegenteil von Solidarität. Das verweist darauf, Europa ist ein Raum der Standortkonkurrenz der Nationen. Sie haben ein gemeinsames Geld, aber machen keineswegs gemeinsame Sache. Also wenn jemand irgendwo ein Problem dabei auftritt oder wenn er sagt, er versteht es jetzt nicht oder was soll das heißen, melden, reden wir drüber. Mir leuchtet ein, dass du sagst, warum das nötig ist. Das geht gar nicht, also das ist gar nicht Gegenstand der Aussage, ja, sondern ja, das ist halt die ideologische Fassung. Da hilft man einander aus, ja. Und das ist, ja, du hast schon gesagt, die brutale Schönfärberei, warum ist eigentlich die Aushilfe, ja, und unter welchen Bedingungen, kommt ja später noch, ja, warum ist die eigentlich notwendig? Ja, und das drückt ja schönfärberisch in guten und in weniger guten Zeiten. Und das ist da quasi, welche gibt es, die besser gibt? Geht und welchen, die es schlechter geht. Ja?
Aber wenn man sich mal überlegt, von was er da redet, ja, dass quasi Staaten in Europa ohne Kredit dastehen und andere quasi die Garanten des Kredits sind, Deutschland. Das zeigt doch, von wegen, dass da ein gemeinsamer Zweck herrscht. Wir machen gemeinsame Sache, werfen unsere Potenzen zusammen und ja, da ist ein großes Miteinander am Werk. Sondern im Gegenteil, das, worum es in Europa geht, führt offensichtlich zu einer Sortierung von Staaten, die siegreich dastehen und anderen Staaten, die kaputt gehen. Wenn euch da dann noch nicht mehr auffällt, ist auch okay. Dann fragen wir uns doch mal die nächste Frage. Solidarität, worin bestehen die eigentlich? Also die erste Geschichte war jetzt gut. Das ist auf der Basis von Konkurrenz und von Erfolg und Niederlage von nationalen Kapitalstandorten, von nationalen Wirtschaften. Griechische ist kaputt, ist unterlegen in der Ökonomie. Deswegen kriegt der Staat seine Steuern nicht zusammen. Deswegen kann er die Schulden, die er gemacht hat, auch nicht weiter verzinsen, wie es andere können. Und darüber hat er das Vertrauen der Investoren verloren. So, jetzt, okay, jetzt sagt der Schäuble, gut, die Konkurrenz der Standorte, die gibt es nun mal. Aber Solidarität wird geübt, wenn welche dadurch in Nöte kommen. Worin besteht die Solidarität? Ja, die Solidarität besteht darin, dass die weiterhin Kredit kriegen, dass die eben von dem EFSF oder dem anderen praktisch, dass sie dort Schulden machen dürfen. Man muss sich mal vorstellen, was ist denn das überhaupt für Solidarität? Die sagen das so schnell, wir sind solidarisch mit den Griechen. Worin besteht die Solidarität? Was kriegen sie denn eigentlich, die Griechen? Bedingungen oktroyiert. Naja, das ist der Preis. Aber was ist die Leistung? Also die Bedingungen zu erfüllen, das ist mehr die bittere Seite für die Griechen dran. Das ist das Muss. Aber was ist das Gute, dass sie sich dafür einhandeln? Ja, dass sie weiter Schulden machen dürfen. Dass sie weiter Schulden machen dürfen, sonst nichts. Muss ich mir mal vorstellen, die kriegen doch kein Geld geschenkt. Was kriegen sie eigentlich? Die kriegen die Genehmigung, dass sie weiter Schulden machen, was natürlich ihren Schuldenberg vergrößert und was dann auch natürlich damit verbunden, natürlich die Pflicht zur Verzinsung und Tilgung vergrößert. Also von wegen, die kriegen einen Ausweg geboten, kriegen sie nichts anderes als, dass der Bankrott nicht vollstreckt wird, das kriegen sie gewährt. Und um welchen Preis? Um den Preis, dass sie morgen natürlich noch viel mehr Schulden haben als heute. Um den Preis, dass sie morgen noch mehr Zinsen zahlen müssen, ist gleich, dass ihr Wirtschaft morgen noch viel mehr abwerfen muss, als sie heute schon nicht abwirft. Ja, also man muss sich mal klar machen, das Geschenk besteht nicht in geschenktem Geld, sondern in gewerbtem Kapital. Kapital ist ganz was anderes als Geld. Beim Kapital, man denkt immer dran, naja, erst kriegt man es, dann hat man es, naja, schön. Aber man kriegt es doch bloß, damit man es verzinst und unter der Bedingung, dass man es verzinst und zurückzahlt. Das Geld muss sich rentieren. Letzten Endes, es muss sich rentieren für die gewährten Gläubiger. Und das ist die Bedingung, unter denen es überhaupt gewährt wird. Also der Gedanke, wir sind solidarisch mit den Griechen, wir geben denen, was ihnen fehlt, von wegen. Wir geben denen nicht Geld, nicht Lebensmittel, sondern wir geben ihnen Kredit
für den es eigentlich keinen Grund mehr gibt. Denn die private Welt gibt ihnen keinen mehr. Ja, und bei dieser noblen Geste darf man ja auch nicht vergessen, dass es sich auch noch um einen politischen Kredit handelt, der auch noch zweckgebunden ist. Also nicht früher, wenn sie sich am Kapitalmarkt Geld beschafft haben und damit im Prinzip machen konnten, was sie wollten. Sie mussten nur irgendwie den Zins bedienen und die Tilgung leisten. Jetzt kommen ganz andere Bedingungen ins Spiel, die ihnen politisch vorgegeben werden. Und naja, man kennt ja. Ja, pass mal auf, jetzt, wofür kriegen Sie denn eigentlich Kredit? Also du sagst, du denkst jetzt an die Konditionen, da bist du wieder bei Troika-Regime, Haushalt von außen führen und so weiter. Ist ja auch richtig. Aber zunächst mal die andere Seite. Die kriegen Hilfe, ist gar keine Hilfe, das war jetzt die erste Geschichte. Ist gar keine Hilfe, es ist eine Kredithilfe. Aber wozu eigentlich? Die eigentliche Zweckbindung, nach der du fragst, ist wirklich, dass sie ganz bestimmte Verbindlichkeiten bedienen mit diesen Kredit, nämlich IWF-Forderungen, Forderungen anderer europäischer Großbanken, anderer europäischer Staaten, die eigentlich damit auch gerettet werden. Ja. Oder? Ja, da muss man erstmal die Frage stellen, wer hilft hier eigentlich wem mit dem zusätzlichen Kredit? Das Objekt, dem geholfen wird, das sagt er ja deutlich, das ist Europa. Wovon wir Deutschen besonders was seit langem was ahnen. Damit wir weiter eine gute Zukunft haben, wenn die europäische Einigung gelingt. Sie gewähren Kredit dafür, dass das Objekt Europa weitergeht. Ja, das ist aber bloß die ganz generelle Antwort. Ja, das ist, damit es mit Europa weitergeht, damit dieser Zusammenhalt nicht zerbricht. Das stimmt schon. Aber diese Frage, zu welchem Zweck kriegen Sie denn Kredit und wem wird damit geholfen, die ist näher an der Kredit, an dem Kredit und der Kreditverwendung beantwortbar. Was machen denn eigentlich die Griechen mit dem Kredit, den sie kriegen? Sie bedienen die Schulden bei den Gläubigern, die sie haben, und zwar im Grunde restlos. Der ganze Kredit, und muss man mal denken, seit 2012 bis 2015 ist die Staatsschuld Griechenlands von, muss ich schätzen, ja, von 124 auf 175% des Bruttosozialprodukts Griechenlands gestiegen. Das heißt also, das ganze Land erwirtschaftet mit allen Umsätzen, die in dem Land passieren, in einem Jahr kaum die Hälfte, also ein bisschen mehr als die Hälfte dessen, was sie den internationalen Gläubigern schulden. Wenn sie das zurückzahlen wollten, das heißt, sie müssten ein Jahr lang, nein, sie müssten fast zwei Jahre lang, 175%, sie müssten fast zwei Jahre lang nichts essen, nichts konsumieren, keine Elektrizität verwenden, gar nichts, sondern alles, was sie erwirtschaften, abliefern. Es ist untilgbar, völlig klar. Es ist übrigens auch untilgbar, wenn die Deutschen 80% und die Franzosen 100% Staatsschulden haben von ihrem Bruttosozialprodukt. Aber jetzt zurück zu der Hauptsache. Ja, eben. Genau. Also das ist erstmal der Hammer, ja. Geholfen wird Griechenland dafür, dass es seine Schulden weiter verzinst bei den Gläubigern, die längst lauter Forderungstitel gegen Griechenland haben. Wer hilft hier wem? Im Grunde hilft der Gläubiger, also Europa, Deutschland meinetwegen an der Spitze, aber ist jetzt gar nicht so wichtig, der Gläubiger hilft sich selber zum Aufrechterhalten von uneinbringlichen Forderungen, indem er den Schein dessen, dass die noch Geldkapital wären,
Geldkapitalerforderung, die was wert ist, indem sie den Schein, dass das noch Geldkapital wäre, auf eigene Kosten erhalten. Ist das verstanden? Vielleicht ist es auch schwierig für manchen, aber dann rührt euch, das kann man auch noch dreimal sagen oder das kann man auch vielleicht noch besser erklären. Aber es ist wichtig, den Mechanismus sich klar zu machen. Die Gläubiger haben Forderungen gegen Griechenland. Griechenland kriegt Zugang zu neuem Kredit, damit es die Forderungen der Gläubiger bedient und die Forderungen der Gläubiger, die längst objektiv aufgeflogen sind, also längst sich erwiesen hat, dass dahinter keine Werte stecken, können in ihren Büchern, die Banken in ihren Büchern, die EZB in ihren Büchern, die Werte als Werte erhalten, dadurch, dass sie sich selber die Verzinsung davon finanzieren. Zu Lasten des griechischen Schuldenbergs. Der wird größer darüber. Du mal was sagen, sonst sagst du mir was. Ich habe mir überlegt, ob man diesen Gedanken, um den es jetzt ging, anders, weil der Varoufakis hat ja mal so eine Klage gesagt, nämlich, ach Gott, die haben uns damals, also 2012 glaube ich war das, ne, haben uns damals bloß Geld gegeben, um die Verluste der deutschen und französischen Banken auf dem Steuerzahler abzuwälzen, glaube ich, hat er gesagt. So eine Klage von dem Finanzminister aus Griechenland. Und da, zu dem Gedanken kann man nicht einfach Nein sagen. Weil das trifft genau das, was wir jetzt gerade am Wickel hatten. Weil die Kredite, die französische oder deutsche Banken damals, ja, damals noch, an Griechenland gegeben hatten, das waren für die nicht einfach weggegebenes Geld, sondern das waren Vermögenstitel. Und deswegen war das entscheidend, dass diese Kredite weiter bedient werden. Weil Verluste haben sie nicht dadurch gemacht, dass sie irgendwann mal Geld weggegeben haben. Sondern Verluste machen sie dann, wenn diese Vermögenstitel nichts mehr wert sind, dadurch, dass die Zinsbezahlung und die Rückzahlung nicht mehr bedient wird. Dann ist es kein Vermögen mehr. Und natürlich, wenn dann dieser europäische Rettungsschirm quasi Griechenland Kredit gegeben hat, damit sie weiter die privaten Gläubiger bedienen können. Damit sind denen ihre Vermögenswerte aufrechterhalten worden. Und genauso analog dazu, nur dass inzwischen, eben weil die Staaten quasi, wenn man das so mal polemisch sagen will, ja die Privatbanken ausgekauft haben, existieren diese ganzen Schulden inzwischen als Schulden gegenüber den europäischen Staaten im Gestalt dieser Fonds zum großen Teil. Ja, zum großen Teil. Es gibt schon auch noch private Gläubiger. Und genau diese Schulden werden aufrechterhalten, wie damals, also wie das der Varoufakis gesagt hat. Dadurch, dass Griechenland weiter Kredit von den europäischen Staaten bekommt. Jetzt nur zur anderen Seite, die Klage vom Varoufakis. Ja, bloß, ja bitte, das ist doch überhaupt der Witz, warum warum die Hilfe, die wir gerade gesagt haben, quasi nicht einfach als Geld gegeben wird, sondern als Kredit. Das ist doch gerade der Witz daran, dass man nicht einfach Geld verschenkt, sondern quasi selber anderen Kredit gibt, damit selber quasi insofern, man könnte sagen, fast eine Investition gemacht hat. Ja? Also man hat selber Vermögensansprüche gegenüber den anderen. Und der andere hat gegenüber einem die Pflicht, alles dafür zu tun, dass er diese Kreditansprüche bedient. Habe ich jetzt verlabert? Zumindest an dem, was ich jetzt ökonomisch ausgedrückt habe,
kann man doch an der Stelle auch schon festhalten, warum sich so vehement gegen den Schuldenschnitt verwahrt wird. Genau aus dem, was ihr jetzt ausgeführt habt, nämlich weil dann eben der Schein ja gewahr würde und im Grunde das politische Eingeständnis gemacht wird, dass der Kredit, den man einfordert als Schuldentitel, dass der nicht mehr aufrecht zu erhalten ist. Ja, dass man damit im Grunde dass man die Forderung abschreibt. Nur muss man du hast jetzt Schein gesagt, ja? Ist auf der einen Seite ja recht, der Schein in dem Sinn quasi, als wäre Griechenland aus eigener Kraft je imstande, diesen Schuldenberg zurückzuzahlen. Nur der andere Witz ist doch dran. Diese Vermögenswerte sind doch so lange Vermögenswerte, wie Griechenland weiter Kredit bekommt. Also von der Seite überhaupt gar kein Schein. Das ist immer so ein Unternehmen. Ja, solange es Kredit bekommt, ja, ist es auch zahlungsfähig. Pleite ist es dann, wenn es keinen Kredit mehr bekommt. Ich bin nochmal auf das Zitat bezogen. Das heißt, in guten und in schlechten Zeiten, wenn man so das disparat steht, naja, jeder Staat hat einmal gute und mal schlechte Zeiten. Das ist es, wenn man es jetzt auf Griechenland bezieht, von dem Ergebnis her kann man sagen, gut, jetzt habt ihr es gerade gesprochen über die schlechten Zeiten. Inwieweit das, wenn man sagt, naja, was hat Griechenland für gute Zeiten gehabt, da muss ja offensichtlich da was gewesen sein, was diese Situation mit herbeigeführt hat. Das heißt also, dass in den guten Zeiten, die ganzen Forderungen, die sind ja angehäuft worden. Also dass was für die einen, denen es gut geht, wie man jetzt feststellen kann, sich ja auch fleißig bereichert haben an Griechenland. Das heißt, die doch sozusagen mit den Krediten, die sie auch frei zu bekommen haben von den Banken, diese Forderungen damals auch bedienen konnten, jedenfalls zum Teil. Also die Frage ist halt, wie der Zusammenhang ist von, wenn man das jetzt mal auf Griechenland bezieht, naja, haben die denn nur schlechte Zeiten oder was ist denn damit gemeint, wenn man von Griechenland spricht, die haben doch auch mal gute Zeiten gehabt, da waren sie nicht in den Schlagzeilen. Ja, da haben sie Kredite gekriegt. Also die erste Hälfte fehlt mir ein bisschen, die zu diesen schlechten Zeiten geführt hat. Also der Satz vom Schäuble hier, der ist mehr, er ist mal höflich und sagt, alle haben doch mal gute und schlechte Zeiten. Ist doch nicht jeder immer gut drauf, ja. Das sagt derjenige, der in Europa sowieso immer gewinnt. Also insofern ist das schon, es ist mehr eine freundliche Heuchelei. Auf der anderen Seite ist natürlich richtig, die Schulden Griechenlands müssen irgendwann mal aufgetürmt worden sein und die sind ja auch aufgetürmt worden. Und es war ja auch das Versprechen, das mit dem Euro einherging. Griechenland wird seine elende Drachme los, die ewig wertmäßig sinkt, die deswegen auch dem griechischen Staat hohe Zinsen abverlangt, wenn er sich verschulden will, weil natürlich der schlechte Schuldner immer teurer zahlen muss als der gute Schuldner. Also im Kapitalismus ist es so, wer die Hilfe am meisten braucht, der kriegt sie am wenigsten. Das ist quasi gesetzmäßig ökonomisch. Wer das Geld am nötigsten hat, der kriegt es natürlich am wenigsten. Oder der kauft es am teuersten, mit den höchsten Zinsen. Na gut, das sind sie losgeworden. Sie sind Mitglied des Clubs der guten Währung geworden. Hatten auf der Basis die Möglichkeit, sich zu verschulden, zu viel günstigeren Konditionen als vorher. Und es war natürlich übrigens von der Zentrale Europas wie von Griechenland aus gedacht als, naja, und dann investieren sie wie die Teufel und dann haben sie auch eine Modernisierung und dann werden sie auch Beiträger zum florierenden europäischen Wirtschaftsraum. Das war die Idee. Und die Praxis war nicht ganz was anderes. Die Praxis war, es wird investiert, Griechenland hat Wachstum und es hatte Wachstum und es hatte über Jahre hinweg auch mehr Wachstum als die Bundesrepublik zum Beispiel.
Aber im Ergebnis haben sie halt viel zu viel Schulden machen müssen, um das Wachstum herbeizuführen. Und wenn dann einmal in einer Finanzkrise die Geldgeber abrechnen und sagen, wem trauen wir die Tilgung der Schulden am ehesten zu, dann wird Griechenland das Opfer einer solchen Bewertung, obwohl Griechenland mit der Finanzkrise überhaupt, also mit der Auslösung der Finanzkrise durch die damaligen ABS-Papiere und die Spekulationen der Amis und dann auch der deutschen großen Banken überhaupt nichts zu tun gehabt hat. Griechenland wird Opfer dessen, dass die privaten großen Geldgeber fragen, welchen Schuldner sie am ehesten die Sicherheit der Rückzahlung zutrauen. Ne? Und dann hat auf einmal Griechenland, hat man gemerkt, hat einen sehr hohen Schuldenstand relativ zum Sozialprodukt. Und das war eigentlich das, was dann dazu geführt hat, dass Griechenland das Vertrauen entzogen wird. Also selbstverständlich hat es, wenn man so blöd will, die guten Tage gegeben. In der Zeit hat Griechenland die Olympiade ausgerichtet. In der Zeit hat Athen die erste U-Bahn-Linie gekriegt. Da ist einfach nichts passiert. Sondern es ist halt im Vergleich zur Kapitalrentabilität anderswo viel zu viel Investition nötig gewesen, um das Wachstum zu erzielen. Viel zu viel Schulden gemacht worden, um das Wachstum zu erzielen. Das ist anders ausgedrückt, kann man das sagen. Die anderen haben am griechischen Wachstum viel mehr verdient als Griechenland. Ja, also die Lieferanten, die Deutschen, die französische Industrie haben an Griechenland viel mehr verdienen können, als Griechenland an denen hat verdienen können. Das drückt sich in Europa aus, als bei den einen sammelt sich das Plus, bei den anderen sammeln sich die Schulden. Ja, aber das ist nicht bloß ein mehr oder weniger, sondern weil die einen verdient haben und die deutschen Firmen sich in Griechenland breit gemacht haben und dort etliches aufgekauft haben, ist das, was es dort unten gab, was im Wachstum beigetragen hat an Firmen, doch von den anderen niederkonkurriert worden. Einerseits. Und zweitens, wenn er von den schlechten Zeiten redet, dann redet er natürlich von der Krise, die es seit 2008 gibt. Und die 320 Milliarden, von denen da immer die Rede ist, bloß die Schulden der Griechen sind, was doch der Sache nach das ist, was die Gläubiger gegenüber Griechenland angehäuft werden, wenn die nicht bedient werden von Griechenland, indem Griechenland dafür bezahlt, dann steht auch in Europa schlecht. Den Zusammenhang kennen wir schon. Den Zusammenhang, den halten wir mal als ein Stichwort fest mit, ja, die sorgen sich um Europa und die sorgen sich um Europa, wenn griechische Schulden nicht mehr bedient werden können. Und das hat den Charakter, Europa mit seinem Euro will eine sichere Bank fürs Geldkapital sein. Es will ein Adressat für Geldinteressen aller Welt sein und der Adressat will garantieren können für die Schulden. Denn in der Fähigkeit, für Schulden zu garantieren, steckt die größte Geldmacht von einem Staat. So, und das wollen sie auf ganz Europa, für ganz Europa oder für die Eurozone gültig machen. Und da ist eben die Pleite nicht bloß von Griechenland, auch von Portugal und anderen Ländern. Natürlich ein Schlag ins Kontor. Der Zweifel in die Fähigkeit des Euro oder der Eurozone für die Schulden zu garantieren, die in der Eurozone und in Euro gemacht werden. Gute Schulden sind der Reichtum des Kapitalismus. Schlechte Schulden sind eine Katastrophe. Gehen wir mal weiter in dem Ding, sonst preisen wir uns an dem ersten Zitat bis nachts um 12 fest. In dem ersten Block ist noch ein Punkt interessant, nämlich der Satz von dem Gabriel da. Wir können nicht in Griechenland die Dinge leichter machen, also denen helfen. Über Hilfe haben wir schon geredet. Und dafür die deutschen und europäischen Steuerzahler zahlen lassen. Das ist noch ein Punkt, der wichtig ist bei dem ganzen Hilfethema. Also jetzt haben wir schon davon geredet. Geholfen wird ihnen eigentlich nicht im Wortsinn, sondern die kriegen einen Kredit. Die kriegen einen Kredit, mit dem auch schon klar ist, was mit ihm gemacht wird. Nicht griechisches Wohlleben finanziert,
sondern griechische Schulden an außergriechische Gläubiger bedient. Ja, war schon die Rede davon. Und jetzt sind wir bei, aber wer zahlt das eigentlich alles? Das muss man jetzt auch nochmal aufwerfen, das Thema. Wer zahlt denn das eigentlich alles? Also kommen Sie mit dem Argument, der deutsche Steuerzahler, dem, oder der europäische von mir aus, dem kann man doch nicht zumuten, für griechische Pleiten immer zu gerade zu stehen. Wer ist eigentlich dieser Saukerl, dieser Steuerzahler? Wer ist es? Und was wird dem abverlangt? Das sind ja wirklich schon fast zwei Fragen. Ihr kennt es, die Politiker, der Steuerzahler, den haben sie andauernd im Mund. Ja, wer ist denn das eigentlich? Ist schon klar, wir alle, ja. Aber in welcher Hinsicht sind es wir alle eigentlich? Habt ihr euch schon mal überlegt, wenn der Bundesminister sagt, der Steuerzahler muss bluten? Sagt er das, wenn er sagt, wenn die Angela Merkel einen neuen Dienstwagen kriegt, muss wieder der Steuerzahler bluten? Opposition. Oder sagt allenfalls die Opposition sagt sowas. Genau. Oder sagt das, nächstens muss man für unseren neuen Vasallen Ukraine 40 Milliarden, das ist nicht bloß Deutschland allein, die Europäische Union als Ganze, 40 Milliarden locker machen. Sagen Sie da, oh weia, das kommt auf den Steuerzahler aber schwer was zu. Merkt ihr, das sind doch Auskünfte, das sagen Minister. Wenn sie Staatsausgaben in den Blick nehmen, die sie nicht leiden können. Sonst nicht. Bei Staatsausgaben, die sie leiden können, da erinnern sie doch nicht den Steuerzahler, was der schon wieder bluten muss. Das, nur wenn sie die nicht leiden können, dann sagen sie, man kann doch den Steuerzahler nicht belasten. Ja, und es ist doch deswegen eine grobe Heuchelei, weil der Sache nach ist der Steuerzahler ja der Finanzier des Staates. Ja. Ja, ja. Also der leistet ja tatsächlich alles, was der Staat wirklich ausgibt, wenn er es nicht Schulden macht, ja, muss der Steuerzahler ihm erstmal in die Hand geben. Die Scheidung sehr ungerecht oder eine Form der Heuchelei. Ja, weil was drückt sich dran aus, ja, was die Politik für erforderlich hält und was sie nicht mag. Ja, also die Scheidung. Und beim einen Posten ist es selbstverständlich, weil Deutschland das braucht. Ja, und beim anderen ist es nicht schön. Also wir alle sind gemeint, ja, aber als die Ausstatter des Staatshaushalts. Und dann sind wir bloß noch ein Element des Staatshaushalts. Bloß in der Rolle kommen wir dann vor. Und anstatt, dass man dann hören tät, na, ihr zahlt doch sowieso alles, also braucht ihr auch nicht groß ans Unterscheiden machen. Sagt die Regierung, nein, manchmal denken wir an Steuerzahler und manchmal nicht. Aber jetzt die zweite Hälfte der Frage. Was muss er denn jetzt bezahlen, der Steuerzahler? Wenn Griechenland geholfen wird, im Sinn dieser Hilfe hier. Wer zahlt die Griechenlandhilfen? Der Grieche. Der Grieche? Mit Schweiß und Blut meinst du? Die Opfer, meine ich. Ja, denen ihre Opfer nützen ja gar nichts. Das ist ja die andere Hälfte. Zum einen war doch das die Basisausstattung von diesem ESM, diesem europäischen Stabilitätsmechanismus, der dann, glaube ich, auch noch als Edelprodukt auf die Welt gekommen ist. Das heißt, Banken und private Finanzanleger haben sich da noch einmal investieren können, um die Stammsumme, die dann der Steuerzahler zu tragen hatte oder hat, dann noch einmal als Investment sehen können. Ja. Weil die ja, sofern die Griechen leisten können, irgendwie auch mal einen Ertrag einspielen soll.
Das tun die ja sogar. Die spielen ja sogar Ertrag ein. Der ESM verdient Geld. Auch der IWF. Ja. Also wichtig, dieses Argument. Da wird gesagt, der deutsche Steuerzahler, das kann man dem doch nicht alles aufhalsen. Ne? Und der erste, wirklich, es ist wichtig ernst zu nehmen, auf dem Kreditsektor, da zahlt kein Schwein irgendwas. Das sind Kreditgarantien, die der Staat gibt. Und meinetwegen in der Fassung, die du sagst, da ist was dran. Ja, ja, es wird eine Grundausstattung des ESM vereinbart. Und worin besteht das eigentlich? Das besteht auch nicht drin, dass dem Geld überwiesen wird, sondern da garantiert dann der deutsche Staat für die Summe. So, da garantiert, da zahlen muss der gar nichts. Und mit der Finanzgarantie, mit der diese Fonds ausgestattet sind, mit der sind sie Schuldner allererster Güte. Ja, ein Schuldner mit einer Bonität wie die Bundesregierung. So ein Schuldner kann sich auf den Kapitalmärkten billig verschulden und das tut der ESM auch. Er gibt Schuldpapiere raus, wie es die Deutsche Staatsbank rausgibt. Also nein, man muss sagen, das Finanzministerium. Staatsbank, Deutsche Staatsbank gibt es ja praktisch gar nicht mehr. Der gibt Schuldpapiere, mit der Kreditgarantie im Hintergrund gibt er Schuldpapiere raus. Verschuldet sich saubillig auf den internationalen Kapitalmärkten und verleiht das Geld letzten Endes teurer an Griechenland weiter, als er selber aufnimmt. Auf die Weise macht er sogar einen Plus. Jetzt muss man mal denken, das ist die Sache, ja? Und jetzt wird das Gerede gemacht, der deutsche Steuerzahler. Wo kommt denn der überhaupt rein? Auf dem deutschen Staatshaushalt ein Verlust entfällt überhaupt erst dann, wenn für die Kreditgarantien eingetreten werden muss, weil die Kredite platzen. Jetzt tut man ja aber alles, dass sie nicht platzen. Man schreibt sie ja fort. Also wenn jetzt da im großen Stil gesagt wird, der deutsche Steuerzahler, dem geht Geld ab, dann wird eigentlich argumentiert, als ob die griechischen Schulden schon in den Wind geschrieben wären. Dabei sind die Maßnahmen gerade von der Art, dass die überhaupt nicht in den Wind geschrieben werden und werden sollen. Vielleicht sollte man noch was sagen zu dem, was hinten gesagt worden ist, die Griechen müssten dafür zahlen. Ja? Also da hat doch jemand gesagt, auf die Frage hin, ja, wer zahlt denn überhaupt den Kredit, sind die deutschen Steuerzahler. Und dann ist gesagt worden, na, das sind doch die Griechen, die dafür bluten müssen. Vielleicht sollte man dazu noch sagen, ja klar, das ist natürlich klar, die Griechen zahlen das natürlich nicht, weil das ist ja alles Kredit, das ist ja hier ausgeführt worden. Aber in einer Hinsicht, in einer übertragenen Sicht, zahlen die natürlich schon dafür. Die zahlen zwar nicht den Kredit, aber die müssen natürlich, also oder Griechenland in dem übertragenen Sinn, muss dahinter stehen, dass der Kredit, den sie bekommen, glaubwürdig ist. Das sind die Seiten dafür, dass als Gegenleistung dann verlangt wird, Griechenland muss eine sparsame Haushaltspolitik haben. Es ist ja nicht der Argument davon, die müssen den Kredit zurückzahlen. Ist ja auch am Anfang gesagt worden, das geht ja gar nicht. Weil es ja ein riesiger Teil, also weil es ja das Bruttosozialprodukt eines Jahres übersteigt, wo Griechenland überhaupt nicht weiter existieren könnte mit seinen Leuten, die eine Schuldenbedingung machen würden. Also in dem Sinn können sie es nicht zahlen. Aber in einem anderen Sinn, das gesagt wird, ja, und Griechenland muss dann beweisen, dass es Schulden oder seinen Kredit jedenfalls nicht für Sachen verbraucht, die nicht seiner Kreditwürdigkeit dienen. Und da ist man dann immer ganz schnell bei der ganzen Seite mit Sozialhaushalt. Also die Seite, die Renten dürfen nicht steigen, die Gehälter dürfen nicht steigen oder müssen runtergehen. Und der Staat muss die Betreuung von Griechenland halt, was die da Land- und Leutekosten runterfahren. Wir kommen später noch zu der Forderung, Griechenland muss einen Primärüberschuss erwirtschaften. Und das heißt, es muss seine Staatstätigkeit so weit reduzieren und so weit billig machen, dass es mehr Steuern einnimmt, als es für seine Staatstätigkeit ausgibt, um wenigstens einen Teil der Zinslast aus Steuern, also der Zinspflichten aus Steuern bezahlen zu können. Nach der Seite hin ist der Satz, natürlich zahlen die Griechen, völlig richtig. Sie zahlen halt für die Verzinsung der Schulden, die sie haben und die werden da durch die europäische Rettung immer mehr werden.
ja, dafür müssen sie zahlen und das wird gefordert. Mit der Forderung, über die geht es dann später noch ein bisschen. Jetzt waren wir erst einmal zum Aufbringen dieser Hilfen. Ist selber auch bloß Kredit, ist auch bloß Kredit nötig. Es wird, die Griechen kriegen kein Geld geschenkt, sondern Kredit. Und was man ihnen rüberschiebt, ist auch gar kein Geld, sondern bloß eine Garantie für die Kredite, die ihnen die europäische Institution ESM gewährt, indem es selbst, diese Institution, indem sie selber ein Kreditgeschäft macht. Wenn es soweit recht ist, gehen wir mal zu dem nächsten Zitat über. Ja. Ja. Nee, mach du, du bist der lautere Stimme. Also wir haben zwei Zitate von den Linken und das eine ist von der Sarah Wagenknecht und das andere ist von der Organisation, die eben auch bei den Blockupy, bei der Organisation der Blockupy-Proteste dabei war. Die griechische Bevölkerung, sagt die Wagenknecht, hat sich bei den Wahlen für ein Ende der sozial- und wirtschaftlich verheerenden Troika-Politik ausgesprochen. Mit der respektlosen Haltung gegenüber dieser demokratischen Entscheidung provoziert die Bundesregierung mutwillig den Grexit und damit den Totalverlust der deutschen Kreditforderungen gegenüber Griechenland. Der Bundesregierung ist die Verteidigung ihrer Politik der Lohn- und Rentenkürzungen in Europa offenbar wichtiger als der absehbare Milliardenverlust nach einem kompletten Zahlungsausfall der griechischen Regierung. Nur durch eine Unterstützung der neuen griechischen Regierung lässt sich das Ausmaß des unausweichlichen Schuldenschnitts begrenzen. Also Sarah Wagenknecht, Linksaußen der deutschen Politik. Hast du das Zitat so gekürzt, dass der Steuerzahler nicht mehr drin vorkommt? Der Steuerzahler war vorher. Welcher Steuerzahler? Die Wagenknecht hat doch gesagt, die gehen rücksichtslos mit dem deutschen Steuerzahler um. Das ist so krass, ja. Aber das Land doch, was er da drin hat. Deutsche Kreditforderung, ja. Totalverlust. Also, was mir an der Wagenknecht so stinkt, ist diese Advokatenlogik. Denn dem Schäuble, diese Tour, dem Schäuble jedes eigene Argument aus dem Mund nehmen wollen und praktisch zeigen wollen, ich kann alles besser als du, aber immer dasselbe viel besser. Das ist in diesem Fall mit dem Ton links ist man und man muss Griechenland ganz anders helfen, als die Bundesregierung das tut. Macht sie sich zum Retter der deutschen Kreditforderungen gegenüber Griechenland. Die streitet mit dem Schäuble, wie rettet man die deutschen Milliardenansprüche an die Griechen besser? Kann man nicht mal sagen, wenn man schon sagt, verheerende Troika-Politik, wenn man sagt, sozial und wirtschaftlich zerstörerisch, ja, dann kann man doch auch mal sagen, das tut den Griechen nicht gut, ich bin dagegen, Schluss. Nein, man muss ein Vertreter des deutschen Steuerzahlers schon wieder sein, implizit. Wer das Zitat noch länger liest, der kommt sogar irgendwo vor. Wir haben es jetzt halt ein wenig rausgeschnitten, jetzt kommt der Steuerzahler nicht mehr ausdrücklich vor. Aber die sagt doch glatt, Schäuble geht mit dem deutschen Steuerzahler schonungslos um. Mutwillig. Mutwillig. Ja, mutwillig. Das nächste ist dieser Satz. Der Bundesregierung ist die Verteidigung ihrer Politik der Lohn- und Rentenkürzungen in Europa offenbar wichtiger als der absehbare Milliardenverlust nach einem kompletten Zahlungsausfall der griechischen Regierung. Nach der einen Seite
macht sie sich voll zum Fürsprecher einer finanzkapitalistischen Logik. Die Forderungen gegen Griechenland müssen aufrechterhalten werden und dafür muss der Zahlungsausfall verhindert werden. Begrenzt werden. Der Zahlungsausfall muss verhindert werden. Also der Schuldenschnitt muss begrenzt werden. Der Zahlungsausfall muss verhindert werden. Nach der anderen Seite, ihre Renten, ihre Lohn- und Renten, ihre Politik der Lohn- und Rentenkürzungen ist ihr offenbar wichtiger. Nach der anderen Seite kennt sie überhaupt keine kapitalistische Zweckmäßigkeit. Das fällt einfach unter die Rubrik ideologische Politik. Also Politik im Ton, für die es überhaupt keinen Grund gibt. Man könnte auch mal sagen, es gibt einen Grund, aber einen schlechten. Es gibt einen Grund, den ich ablehne. Die Kanzlerin hat einen Standpunkt in Deutschland, hat sie es ja mit großem Erfolg durchgezogen. Schröder hat es eigentlich gemacht, sie hat die Früchte davon geerbt. Ein Niedriglohnsektor einrichten macht die Nation kapitalistisch produktiver, rentabler. Macht das internationale Standing einer Konkurrenznation besser, fördert somit den Wert des Geldes und den Wert der Kredite im Land. Man muss das doch mal gelten lassen, so ist es tatsächlich. Jetzt wird nach der Seite hin die kapitalistische Logik der Kanzlerin als ungrundlose, ideologisch verbohrte Politik besprochen. Und nach der anderen Seite will man genau den kapitalistischen Erfolg zu seinem eigenen Argument machen. Ja, das ist die Seite mit dem keinen Milliardenverlust an unseren Forderungen. Das dritte ist die Idee des Schuldenschnitts. Das kursiert jetzt viel in der Linken. Schuldenschnitt wäre die Rettung. Schuldenschnitt wäre das Richtige. Was soll man dazu eigentlich denken? Oder was soll man dazu sagen, zu dem Projekt Schuldenschnitt? Hier schon gleich im Ton. Wenn, dann lässt sich der unausweichliche Schuldenschnitt nur durch Wagenknecht-Politik begrenzen. Ja, also das ist ja, man merkt ja drei Ecken rum. Er ist notwendig, sie will ihn, aber sie will ihn begrenzen und im Begrenzen steckt der Schutz deutscher Forderungen. Vielleicht muss man da dazu sagen, dass die mit Schuldenschnitt ja nicht dran denken, dass sie ihnen die Schulden streichen wollen. Ja? Wenn sie sagen, eines unausgleichlichen Schuldenschnitts, ist ja klar gesagt, da muss irgendwas erlassen werden, damit sie ihre Schulden wieder zahlen können. Aber Schuldenschnitt heißt ja nicht, die Schulden werden bezahlt oder geschrieben. Also ein Teil der Schulden wird gestrichen. Aber das wollte ich jetzt mal sagen, weil unter Schuldenschnitt kann man sich ja auch immer vorstellen, damit ist es vorbei. Ja? Man sagt, die Forderungen sind weggefallen. Bis da immer, wenn es heißt, unausweichlichen Schuldenschnitt, nur daran gedacht ist, man muss auf einen Teil verzichten, damit er bezahlbar bleibt. Tja, da kommt die Kategorie Schuldentragfähigkeit ins Spiel. Und wie gesagt, man muss immer sehen, wenn die Linken an so einer Politik, die natürlich ganze Nationen verelendet, das ist ja überhaupt gar nicht zu bezweifeln, wenn sie an der Kritik üben, dann müssen die Linken sich sehr gut überlegen, auf welcher Ebene sie mit ihrem Kontra einsteigen wollen. Die steigen ein auf der Ebene der finanzpolitischen Alternativen und Erwägungen. Und da gibt es tatsächlich nicht bloß auf der Linken welche, die sagen, ein gewisser Schuldenschnitt wäre nicht so verkehrt. Mit dem Argument von Grad, Schuldenschnitt, damit das, was übrig bleibt, wieder echt zuverlässig verzinst wird und dann als zuverlässiges Geldkapital in den Händen der Gläubiger weiter existiert. Da merkt man, dann ist der Verzicht das Mittel des Erhalts der Forderungen. Die haben ja gegenüber Griechenland schon auf 100 Milliarden verzichtet, um die 300 Milliarden zu erhalten. Naja, jetzt sollen sie nochmal auf 100 Milliarden verzichten, um die 200 Milliarden zu erhalten. Auf der Ebene Segen und Untat scheiden zu wollen, ist einfach saudumm.
auf der Ebene, da ist man auf dem Feld finanzkapitalistischer Alternativen. Ja, das gibt es tatsächlich, dass Schulden gestrichen werden, damit der Rest der Schulden erhalten bleibt. Und den Griechen Schulden im Rahmen der Schuldentragfähigkeit wünschen. Das ist vielleicht der Wohltat. Da ist ja schon die Unterstellung, da sind alle Unterstellungen schon fertig. Dass natürlich alles an den Gläubigern liegt. Dass die andere Seite sowieso nichts zu melden hat, sondern dass die Gunst kriegt oder nicht kriegt, die Gläubiger ihr erweisen mit einem Schuldenschnitt. Zweitens, dass das ganze Leben des Landes der Schuldenbedienung untergeordnet ist. Dass also man wirklich sagen muss, das Lebensgesetz dieses Landes, das, wofür in dem Land gelebt und gewirtschaftet wird, ist die Bedienung der aufgelaufenen Auslandsschulden. Das bleibt auch bestehen. Mit allen kapitalistischen Konsequenzen nach innen, ja, wenn das Lebensgesetz des Landes ist. Das bleibt auch bestehen. Und dann sagt man, aber nicht mehr, als die wirklich bedienen können. Also das halte ich nicht für eine linke Forderung, Schuldenschnitt. Das Ärgerliche ist doch, eigentlich ist die Opposition und man möchte raushören, dass sie was kritisiert. Und sie sagt, die Kanzlerin macht einen Fehler, weil sie sich selber ins eigene Fleisch schneidet, wenn sie nicht rechtzeitig die Schulden so weit schneidet, dass die weiter tragfähig sind. Ja. Genau. Gut, nehmen wir mal die Radikalerin. EZB-Politik bekämpfen. Man merkt, es ist der chinesische Imperativ. EZB-Politik bekämpfen, weil billiges Geld nicht schlecht sein muss, wenn es in die richtigen Hände käme. Der EZB ist es verboten, Kredite direkt an die EU-Staaten zu vergeben, obwohl das Geld zur Finanzierung wichtiger Zukunftsaufgaben gebraucht wird. Ist jedem klar, wenn er liest, was ist ein billiges Geld eigentlich? Ich meine, ist Geld billig oder ist Geld teuer oder was heißt denn eigentlich billiges Geld? Geld mit geringen Zinsen. Das heißt Geld mit geringen Zinsen. Also, man redet nicht von Geld, das man mit dem er kauft, sondern man redet von Kredit. So, und jetzt sind wir schon dabei. Denk mal, das sind Leute, die sind militant, die zünden auch mal eine Bank an. Und man möchte ihnen Glück dabei wünschen. Und dann fordern sie lieber billige Kredite als teure. Billige Kredite sind eine Hilfe für die Menschen. Wenn ich das sage, dann sollte ich lieber keine Bank anzünden. Aber man muss sich schon entscheiden, ob man eigentlich Banken für Feinde hält oder Banken für... ein Segen für die Menschheit, wenn die Zinsforderungen nur niedrig genug sind. Also man kann doch als Linker nicht in der Welt rumlaufen und sagen, ich bin für billigen Kredit. Was ist denn das Kredit? Kredit ist Kapital. Kredit ist Geld mit der Aufgabe, mit der Bestimmung, zu Kapital zu werden und verzinst zu werden und dann vermehrt zu dem Gläubiger zurückzukehren. Das ist Kredit. Die wünschen Kapitalismus, die wünschen Kapital. Und die unterschreiben die Ungeheuerlichkeit, was den Griechen fehlt, wäre Kapital. Die halten halt nur die Seite fest, das Geld ist das Zugriffsmittel auf alles, was gebraucht wird, womit man mit dem Geld könnte man doch so viele schöne Dinge anstellen, wenn man es nur hätte, wenn es die EZB nur rausrücken täte und natürlich billig nicht teuer. Aber dass der Zins, der dann damit verbunden ist, ja weiter eine Kapitalfunktion rechtfertigen soll, dass die EZB damit ja einen Überschuss erzielen will oder die anderen europäischen Länder damit einen Überschuss erzielen wollen, fällt bei denen einfach hinten runter. Aber selbst das sagen sie ja noch nicht mal, also die sind ja noch nicht mal so naiv und sagen, ja, die könnten doch einfach das Geld geben, damit man es verkonsumieren könnte, sondern die sagen ja selber zur Finanzierung wichtiger Zukunftsaufgaben. Also die sagen ja, da könnte man ja auch noch sagen, okay, einfach damit es verfressen wird, dafür gibt die EZB keinen Kredit raus, dann gäbe es den auch übrigens gar nicht. Das wäre die eine Seite, aber die sagen ja, selbst innerhalb dieser Logik sagen sie noch,
wir wollen es auch nicht einfach verfressen, sondern das soll investiert werden, um zukünftig, ja, was meinen Sie denn mit Investitionen in wichtige Zukunftsaufgaben? Da denken wir doch tatsächlich an das mit Investitionen. Ja, und Investitionen halt im übertragenen Sinn. Also du hast schon recht, aber die denken da halt an Gesundheit. Ja, an Gesundheit, an die Krankenhäuser und so weiter. Aber das sind quasi Investitionen, wie ein Land wieder auf die Beine kommt. Und die Wahrheit... Der Kapitalvermehrungslogik, also dafür, wofür der Kredit auch da ist, es soll in der Zukunft wieder seinen Zweck erfüllen. Ja, bloß als Kritik an dem Beitrag verstehe ich es nicht gut. Ich sehe schon alle, ich unterschreibe es voll, aber er sagt mehr, die denken beim Kredit erstmal dran, das ist Geld, das man kriegt und dann kann man mit was anstellen. Dass man das kriegt, damit es vermehrt zurückkommt, an das denken sie einfach nicht. Und das finde ich ist okay. Muss man doch genau sagen, weil wenn Sie jetzt sagen, also der erste Punkt war, billiges Geld wäre ganz gut, ja, niedriger Zins. Und das zweite, wenn es in die richtigen Hände käme, dann denken Sie doch an sowas wie, die EZB vergibt es jetzt immer nur über ja, Investitionen und Kreditbedienung und EFS und deshalb kriegt Griechenland kein Geld. Und wenn die EZB Griechenland direkt für seine Zukunftsausgaben kreditieren könnte, was sie gleich sagen, das wäre in die richtigen Hände, haben die doch automatisch immer eine Vorstellung, das wäre gut und nicht gleich bloß kapitalmäßig gut, als da wird ein Kapitalvorschuss wieder eingespielt, sondern das wäre dann eine gute Sache für die, ja, im Sinne Gesundheitspolitik etc. für die Leute. Mhm. Und da ist doch der große Fehler daran, dass sie den Kredit überhaupt immer gar nicht nehmen, als was er ist, nämlich ein Geschäftsmittel fürs Finanzkapital, was es zu verwerten hat, weshalb das, wofür man es ausgibt, genau anschaut. Ja? Und die, dann die Sache kommt, es muss doch eine Investition sein. Und die einfach so tun, ja, also wenn man den Kredit in richtige Themen geben würde, dann wäre es doch. Da könnte man doch nichts dran finden. Da sind sie halt wieder blind, dass sie alles, was Kredit ist, einfach sich nicht dafür interessieren wollen, sondern nur so tun, als da könnte ich mir doch echt eine gute Zwecksetzung vorstellen. Also das Kredit vermehrt werden muss, damit er zurückbezahlt werden kann und damit überhaupt nur als Kapital in die Welt kommt und nicht dafür, dass der irgendwie lustig verkonsumiert werden kann. Deswegen war man doch tatsächlich gar nicht groß dagegen geredet, was davor war, aber als Anknüpfungspunkt. Was die sich als die richtigen Hände vorstellen, nämlich EU-Staaten für die Finanzierung von Zukunftsaufgaben, auch das ist ja nicht besonders militant links im Sinne von zu sagen, die EU-Staaten, das wären die richtigen Hände, wenn man sich die EU-Staaten anguckt, damit die Zukunftsaufgaben finanzieren können. Wo man ja weiß, die Zukunftsaufgaben, die finanziert werden von EU-Staaten, ist die Grundlage dafür hinzulegen, damit Kapitalwachstum auf ihrem Standort stattfinden kann. Damit die Standortpolitik machen und dafür ja tatsächlich auch in ihr Volk investieren und dafür Bildungsausgaben und Gesundheit finanzieren. Aber auch das ist immerhin als Mittelcharakter noch gedacht, auch das Volk noch als Mittelcharakter für die Vermehrung von Kapital mitgedacht. Und das als linke Politik wollte ich schon als Ergänzung noch mit dazu gesagt haben. Ja, aber also wir leben doch im Hier und Jetzt. Jetzt sag doch mal die Alternativen. Nee, die Alternativen sagen wir nicht. Ja, weil es ist immer so. Die Alternativen stehen einerseits, wenn man das richtig sich schön durchdenkt, die sind gar kein so ein Rätsel. Auf der anderen Seite, dass die Alternativen zu dieser Realität nicht passen, ist völlig klar. Deswegen blamieren sie sich auch immer an der. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, ich will überhaupt einfacher Wirtschaft, in der es nicht darum geht, ob aus Geld mehr Geld wird, sondern in dem es darum geht, die Arbeit so zu organisieren, dass die Beteiligten mit möglichst wenig Aufwand ein möglichst bequemes Leben führen. Dann sagt er, ja, da bin ich auch dafür, aber das gibt's ja nicht. Und deswegen ist das mit den Alternativen so ein Ding. Das ist wie eine Falle. Wer kritisiert, kriegt gesagt, sagt die Alternative und die Alternative blamiert sich an genau der Realität, die er kritisiert. Ja, aber ich lebe doch genauso. Ich gehe doch zur Bank, im Augenblick zahle ich 1,5 für einen Hypothekenkredit. Das ist ein billiges Geld. Das ist ein Fall von billigem Geld. Natürlich. So genau so ist es. Ja, aber die nehme ich doch wahr.
Also ich lebe doch heute hier. Und was willst du damit sagen? Ja, dass ich natürlich weiß, dass die Bank daran verdient. Sonst würde sie mir ja den Kredit nicht geben. So. Aber das ist doch meine Realität. Weißt du, das sind noch zwei Fragen. Ob man zu dir sagt, geh nicht zur Bank, wenn du ein Haus bauen willst und nimm den billigen Kredit. Ja, dann ist natürlich hin. Das ist die eine Sache. Ja. Aber die andere Sache ist, wenn Linke an die EZB Kredit kriegen und blind gegen das, was das Geschäft der Banken ist, sagen, sie können sich aber einen schönen menschheitsdienlichen Zweck des Kredits vorstellen. Und dagegen sollte geredet werden. Das ist ein Unterschied. Wie du praktisch in deinem Privatleben und dich in dein Leben schlägst, ist eine ganz andere Sache, als was man für ein theoretisches Urteil darüber hat. Aber die Griechen können nicht auf die Theorie warten. Da muss doch was passieren. Ja, da müssen sie darauf warten, dass der Schäuble ihnen hilft. Das auch nicht. Sondern ja, dann, das ist eben der Punkt. Dann? Entweder nach den Regeln, die es gibt, oder man billigt die nicht. Und da muss man auch zugeben, wir können den Griechen jetzt auch nicht helfen. Aber wir können uns klar machen, in was für einer Klemme, in was für einer Systemnot sie drinstecken. Und das ist was ganz anderes, als dass wir mit unseren Überlegungen jetzt sagen würden, wir haben den besseren Ausweg für die Griechen jetzt hier und heute. Das können wir nicht bieten. Es ist ja ganz klar, dass wir das nicht bieten können. Wenn, dann hätten wir einen Beitrag zur Meinungs- und Willensbildung hier wie dort zu bieten. Aber das ist was ganz anderes als quasi, wir haben die bessere Wirtschaftspolitik. Also kommen wir vielleicht später nochmal auf den Punkt zurück, ja? Willst du ein wenig mit 3 anfangen? Nein, ich finde es nicht gut, dass... Hast du aber auch die Idee ein bisschen, dass diese 1,6%, das billige Geld, das hat ein bisschen was von dem Geschenk, wenn es denn die Griechen bekommen. Aber wie schaut es denn aus, wenn du wie die Griechen heute lebst vielleicht ganz gut damit, aber morgen deinen Job verlierst, dann sind auch die 1,6% eine Riesensumme für dich, die du von der Sozialhilfe oder was du dann noch bekommst, unmöglich tilgen kannst und dann aus deinem Häuschen, das du da gekauft hast, rausfliegst. Also es ist was anderes als ein Geschenk. Auch der niedrige Zins ist in einer Zeit, wo sich alle schwer tun, 1,6% zu erwirtschaften, selbst die Deutsche Bank, ja, ist das was anderes als ein Geschenk. Es ist diese Stammsumme ist mit einer knallharten Zins- und Tilgungsforderung verbunden, die unter allen Bedingungen eingefordert wird. Was ist denn der Sinn und Zweck dieses Abends? Was ist da eure Vorstellung gewesen? Ich frage das nicht hinterfotzig, ich will das mal ernsthaft wissen, weil ich es nicht so ganz verstehe. Ist das so eine Textexegese, die wir heute Abend üben sollen? Oder ist das ein mir unbekannter didaktischer Ansatz? Also ich klärt mich mal auf, weil irgendwie ich habe da gerade ein bisschen Probleme. War denn das, was bis jetzt zustande gekommen ist, wirklich völlig vertane Zeit? Nicht vielleicht vertane Zeit, aber ich muss es verstehen, wenn ich hier mit euch allen im Raum sitze, was mache ich? Ich war noch nicht in dieser Gruppe, vielleicht ist es eine feste Gruppe, die sich trifft und darüber spricht, also dann liegt es daran, dass ich das nicht... Nein. Helft mir dann. Die Absicht ist, sich gemeinsam Klarheit zu verschaffen über die Natur des Streites zwischen Griechenland und Deutschland. Und zu dem Streit selber, wenn wir jetzt dann gleich kommen. Und da dachten wir, ist es mal erforderlich, sich erstmal zu würdigen, weil jeder
der sich mit diesem Streit beschäftigt, ist immer leicht in der Gefahr, zu sagen, da muss man mehr helfen oder weniger helfen. Deswegen war der erste Schritt, sich überhaupt mal klar zu machen, was heißt da eigentlich Hilfe, nämlich so, wie sie offiziell erstmal einem vorgeführt wird. Dafür standen Schäuble und die Frau Merkel, weil die sind ja diejenigen, die Politik machen und die Griechenlandhilfe, so wie es immer gesagt wird, durchführen. Was ist eigentlich der Charakter der Hilfe? Und da sollte die Behauptung sein, Hilfe tut immer so, naja, ich helfe jemandem in Not, ich gebe ihm was, dann hat er das und ich habe es nicht mehr, aber ich kann ja auch darauf verzichten oder mir kommt es hart an oder was weiß ich. Aber dann hat es er. Und da war die erste Auskunft von wegen Hilfe. Das ist Kredit, was den Griechen gegeben wird und wofür das gut ist. Erstmal eine Annäherung an dem, wofür das doch gut ist. Sag ich mal, behaupte ich mal. Wissen wir doch. Also ich glaube, dass hier viele im Raum wissen, dass das natürlich nicht eine Hilfe ist, keine gnädige Hilfe von oben oder eine karitative Hilfe, sondern dass das knallhartes Geschäft ist. Das wolltet ihr aber, dass das hier nochmal irgendwie zusammengetragen wird oder dass das alle verstehen oder wie? Knallhartes Geschäft. Ja. Das hat ja auch, worauf Sie anspielen, hat ja auch was, das stimmt. Also da ist man ja quasi in gewissem Maße auch rücksichtslos und egoistisch. Also schaut auf sich und verlangt vom anderen, dass der das einem bedient. Nur, was wir schon auch klar machen, die Natur des Geschäftes. Ja, Kredit, das ist Geld, was zur Vermehrung da ist, was den Vermehrungsanspruch schon in sich trägt. Und jetzt möchte ich noch kurz auf, um mal an den linken Kritikern das vorzuführen, wenn die sagen, billiges Geld, dann wissen sie auf der einen Seite, ja, sonst würden sie ja nicht billig sagen, dass es sich um sowas wie Kredit handelt. Auf der anderen Seite wollen sie das überhaupt nicht wahrhaben, sondern denken bloß dran, damit könnte man doch gute Werke tun. Krankenhäuser finanzieren, Universitäten finanzieren, Schulen finanzieren, und so weiter bauen. Und so weiter. Häuschen bauen. Häuschen bauen. Ja, da wird quasi sich total gleichgültig gestellt. Erstmal so, was man eigentlich schon mit dem ersten billigen Geld schon gesagt hat, nämlich was ist eigentlich los, wenn das Geld einen Preis hat? Dann handelt es sich um Kredit. Das ist los. Und Kredit ist nicht einfach eine Hilfe, sondern Kredit selber ist, man stattet jemand mit Zahlungsfähigkeit aus, damit er einen selber mehr Geld zurückgibt, als man, ja. Und das enthält dieses Verhältnis, ja. Ich leiste dir einen Dienst, dass du dir was leisten kannst. Das enthält quasi zugleich eine ganze Definition des anderen. Der hat nämlich den Auftrag, alles dafür zu tun, dass er wieder die Zinsforderungen, und das ist eine ganze Definition, die man da vor sich hat. Und deswegen sollte man nicht quasi so billig tun. Auf der einen Seite billiges Geld, ja, das wäre doch die Lösung. Und gar nicht in Blick nehmen, was für ein ökonomisches Unterwerfungsverhältnis man da quasi einfach fraglos akzeptiert hat, von dem man ganz selbstverständlich ausgeht. So sollte man nicht quasi mit dem, Alternativen, was sollen wir denn anders tun? Ja? Und denkt natürlich an all das, was es gibt. Und denkt dran, man müsste es nur anders verwenden, wie es jetzt verwendet wird. Dabei hat all das, was es gibt, eben das Geld. Das ist nicht, wartet nicht einfach darauf, dass man es frei verwendet, sondern das hat schon selber einen Zweck in sich. Das hat schon einen Auftrag. Und dem, wenn man das will, dann muss man dem auch genügen. Und deswegen kommt gerechterweise gegenüber diesen, gegenüber dieser Vorstellung, Alternative, was sollte man denn tun? Sagt Umbrella Uprising, naja, man müsste ihnen doch, die EZB müsste ihnen doch nur Geld geben. Lassen wir mal das mit dem Billig sogar weg. Was sagen dann die Banker? Aber so macht ihr doch das Geld kaputt.
wenn man das Geld nur quasi in die Gesellschaft schmeißt, dann wird es doch kaputt drüber. Und das stimmt. So ist es auch. Da merkt man eben, auch daran könnte man wieder merken, das Geld selber hat doch einen Zweck, nämlich ist nicht einfach dafür da, quasi alles Mögliche, was man sich damit vorstellt, machen zu können, sondern das hat von vornherein schon den Auftrag, sich zu vermehren, und dafür ist es da. Jetzt bin ich mal ruhig. Ich hätte mal eine Frage, welche Alternativen hätten Sie eigentlich? Ja, die kommen ja jetzt zu einer Veranstaltung und wollen es vom Veranstalter hören, und es ist ja auch was dran. Also ich meine, ich würde also das blockieren. Also würden Sie das dann vielleicht mal erfahren, wo also kämpft vielleicht für diese Diskussion zu starten. Was einfach mal noch? Er wollte von dem Herrn wissen, was seine Alternative ist. Ja, ich kann nur sagen, für mich ist tatsächlich, so wie ich die Debatte sehe, für mich ist dieser Schuldenschnitt, wäre für mich tatsächlich die Alternative. Mhm. Ja. Ja, in dem Sinn, also merkt man schon, es war also keineswegs einfach trivial und es billigt hier jeder. Ja, das mit dem vorhin das Argument, aber das sind doch Trivialitäten, was ihr erzählt, das unterschreibt hier doch jeder. War doch vorhin oder sowas ähnliches wie, das würde doch hier jeder akzeptieren. Nee, nur das Kapital und oder das Geld oder Kredite na, selbstverständlich nicht aus Menschenliebe gegeben werden, sondern das habe ich vorhin gesagt, dass das ein knallhartes Geschäft ist und okay, dass es nur darum geht, da den Mehrwert wieder zu erarbeiten. Ja. Das denke ich, dass doch hier alle... Wenn wir uns darüber einig sind, ist doch okay. Aber dann hat man als nächstes, in Deutschland wird darüber geredet, als ob es ein Dienst an den Griechen wäre. So, dann ist es erstmal die Kritik an dieser Darstellung. Und wenn wir uns da einig sind, ist das schon mal abgehakt. Das nächste ist, in Deutschland gibt es eine linke Opposition gegen die Politik. Und die lässt sich gar nichts Besseres einfallen, als noch mehr von dem Kredit unter leichteren Konditionen. So, naja, wenn wir uns da auch einig sind, das kann doch der Ausweg nicht sein, naja, dann haben wir doch auch schon was. Dann haben wir den Schuldenschnitt, und über den Schuldenschnitt haben wir auch vorhin schon gesprochen, insofern sind wir uns da wirklich nicht einig. Meine Rede vorhin war, Schuldenschnitt den genehmigen, den gewähren die Gläubiger, und die Gläubiger gewähren ihn, um ihre Forderungen zu retten. So, und das soll jetzt die Lösung sein, dass Griechenland dann statt mit 300, mit 200 Milliarden Schulden die nächsten 30 Jahre für den Schuldendienst arbeitet. Inwiefern retten die da ihre Forderungen? Na, Reduktion der Schulden auf die Schuldentragfähigkeit des Landes. Und dann kommt meinetwegen Varoufakis und sagt, der geforderte Primärüberschuss von 4,5% ist unzumutbar, das schaffen wir nicht, aber einen Primärüberschuss von 1,5% würden wir schaffen. Wir könnten quasi in alle Ewigkeit immer den Gläubigern 1,5% unseres Sozialprodukts abdrücken. Das wäre doch ein Segen. Und wollen wir erstmal sagen, das ist kein Segen, das ist die Unterwerfung, unter die, ja, eines ganzen Landes, unter die Herrschaft des Geldkapitals. So, bitte, das ist halt, da reg ich mich halt jetzt drüber auf. Da sollen halt andere sagen, Ihnen ist das gerade recht, bitte, dann reden wir drüber. Aber so, das ist jetzt erstmal der Stand. Und wofür ist das gut? Na, ich habe nicht den Eindruck, dass ich in einer Republik lebe, wo das jeder so sieht. Deswegen ist es dafür gut, dass man in dem kleinen Rahmen, in dem man das kann, dafür sorgt, dass es mehr Leute so sehen. Für sonst ist es nichts gut. Also es ist wirklich, man muss mal denken, Theorie ist für nichts anders gut, als dass man sich erklärt, warum was wie ist und deswegen eine begründete Stellung zu einer Sache bezieht. Für sonst ist Theorie nie was gut. Na, dafür ist sie dann halt gut. Also vor allem, meine Überlegung zu diesem, was wäre die Alternative? Jetzt tun wir hier so, als wäre
Der eine der Schäuble und der andere der Schäuble und dann streiten wir uns alle, als wären wir der Finanzminister. Dabei sind wir es doch gar nicht. Es hat doch überhaupt keinen praktischen... Selbst wenn hier einer mit einer wunderbaren Lösung, wie man mit einem verschuldeten Land umgeht, wenn man der Finanzminister ist. Das kann uns doch am Arsch vorbeigehen. In der Stellung sind wir nicht. Und deswegen ist es auch irgendwie unwürdig, sich die Gedanken zu machen, die sich jemand machen sollte, der man gar nicht ist. Ob man das überhaupt sein will, dieser blöde Finanzminister. Ob der nicht eine Aufgabe hat, die man verabscheut. Das wäre doch viel besser, sich das klar zu machen. Als gleich fraglos dessen Position einnehmen und einen guten Vorschlag zu machen, wie man das... macht. Vielleicht noch ein Wort, weil das ist ja jetzt, du sagst, man soll mal aufhören, sich hier als Finanzminister aufzuspielen. Und wir denken gleich so, ja? Nur, also ich will dich eigentlich unterstützen. nämlich quasi, wenn zum Beispiel dieses Umbrella Uprising sagt, mehr billiges Geld, ja, das wäre doch gut. Und ohne diese strengen Konditionen, dass das nicht an die Staaten direkt und so weiter, sondern die soll direkt in den Staatshaushalt fließen. Ja, das ist eine Art und Weise, sich als Monsieur Draghi aufzuführen. Nämlich, was nimmt man da alles für selbstverständlich? Die ganzen Institutionen, die es gibt. Staatshaushalt, selbstverständlich. Kredite, selbstverständlich. Schulden, die Staaten haben, selbstverständlich. Dass das, ja, da nimmt man alles selbstverständlich. Nur eins nimmt man nicht selbstverständlich. Was die Aktivisten, die Verwalter dieser Institutionen machen, da denkt man sich rein und denkt man, das war vorhin auch meine Rede. Wie könnte man das anders verwenden? Und wird immer drauf gestoßen und stellt es ja auch selber in Rechnung. Wie gesagt, billiges Geld, das stellt es selber in Rechnung. Dass Geld doch als Kredit vergeben wird, ohne sich Rechenschaft dafür abzulegen. Und das ist eine Art und Weise, sich quasi als Macher, ideell, also gedanklich, in die Position von einem Macher. Was täte ich als Draghi, ich als deutscher Finanzminister, ich als vielleicht griechischer Finanzminister machen? Und dass man es nicht ist, das kommt auch noch in der Art und Weise der Kritik raus. Mhm. Weil wenn ich der wäre, der Herr Draghi und der andere, dann täte ich mir wünschen, dass der Kredit wunderbare Wirkungen machen würde, ich als Kritiker. Also wenn man dann einfach mit dem, was es gibt, seinen eigenen Wunsch verknüpft, dann sähe die Welt auch ganz schön ganz anders aus. Die ist schon mal. Ach, die Fenster gehen nicht auf. Gehen nicht auf, das ist ja wie im Gefängnis. Habt ihr das schon gesagt? Ich hab's versucht. Die haben den Schlüssel nicht. Die versuchen jetzt die Umluftanlage einzuschalten. Das wird wirklich so. Ja, dieses Jahr haben wir ein eigenes Problem. Hinten, ja? Schaut mal, ob die hinten die Tür aufgeht. Kann das mal jemand machen? Einfach hinten, das müsste eine Nottür sein. Wir waren noch nicht weit, jetzt machen wir weiter. Mhm. Wir würden jetzt einfach weitermachen. Ja, revolutionäre Lösungen. Und wir haben uns eh gedacht, dass wir nach der Veranstaltung noch ein bisschen in kleineren Kreis oder wenn alle da bleiben, das ist auch recht, noch ein bisschen spricht. Also Punkte, die noch offen geblieben sind oder wo man sagt, da ist man überhaupt nicht einverstanden, man hat sich es nur nicht sagen trauen, können dann alle noch diskutiert werden. So, jetzt machen wir mal weiter. Gut, gegen die Lüftung kommen wir schon an, lautmäßig. Gehen wir mal zu dem dritten Punkt. Es geht jetzt, ja, es geht darum, dass man
klar kriegt, auf welcher Ebene eigentlich der Streit zwischen den Griechen und den, Deutschen jetzt oder meinetwegen der Europäischen Union als Ganzer, auf welcher Ebene der Streit angesiedelt ist. Und dann nehmen wir dieses Zitat von dem Tsipras unter 3a. Der griechische Staat ist seit 2010 nicht mehr dazu in der Lage, seine Schulden zurückzuzahlen. Unglücklicherweise beschloss man, auf offizieller europäischer Seite so zu tun, als könne man dieses Problems mittels des größten in der Menschheitsgeschichte je gewährten Kredits und der strikten Durchsetzung eines finanz- und strukturpolitischen Anpassungsprogramms Herr werden. Es hätte nicht mehr als gesunden Menschenverstand gebraucht, um zu erkennen, dass das konsequente Festhalten am Extend and Pretend Dogma für mein Land in einer Tragödie enden würde. Trotz des fulminanten Scheiterns dieser Strategie hält man bis zum heutigen Tag an der erwähnten Logik fest. Ausdehnen und vorgeben. Und so tun als ob. Also vorgeben im Sinn von Schein produzieren. Extend ist Extend der Credit. Das ist dasselbe wie prolongieren, den Kredit zeitlich verlängern, also noch Zeit gewähren bis die Rückzahlung. Und Pretend ist der I'm the great pretender. So tun als ob. Also was sagt der Tsipras? Der Tsipras sagt, das Programm funktioniert nicht. Es leistet nicht, was es soll und treibt Griechenland in immer größere Nöte. Das ist eigentlich die Äußerung von ihm. Und er sagt, ein offensichtlich scheiterndes Programm wird immer noch dran festhalten. Er redet an die anderen Europäer hin und sagt, das könnt ihr doch auch nicht machen. Ich meine, das führt doch zu nichts, das Ding. Und da merkt man was. Entweder er hat recht, dann müssten die anderen eigentlich ganz schnell sagen, stimmt, das ist ja Quatsch, führt ja zu nichts. Oder er gibt dem Programm eine Funktion und die ist nicht dieselbe wie die Funktion, die die anderen ihm geben. Welche Funktion gibt er dem Programm? Also dem Programm Kreditstreckung, Kredit, weitere Kreditgewährung plus strenges Anpassungsprogramm. Ja, das ist das, was die Troika ihnen aufnötigt, da mit den staatlichen Sparmaßnahmen. Er sagt, das funktioniert nicht. Was meint er eigentlich damit? Dass die Schulden weniger werden. Dass die Schulden weniger werden oder umgekehrt, dass das Wirtschaftswachstum in Griechenland wieder anspringt und dadurch die Schulden leichter bedienbar werden. Das hat man aber vorher gesagt, war ja eh nur ein Programm, um die Kreditwürdigkeit aufrechtzuerhalten. Man muss es nochmal wiederholen, man versteht, wenn man das nicht. Oh. Ja, sie hat gesagt, dass mit dem, es funktioniert nicht. Da wird dran gemessen, dass die Schulden weniger werden. Und dann beziehungsweise, dass dieses Land wieder
Wirtschaftswachstum hat, womit es dann seine Schulden bedienen kann. Das ist quasi dasjenige, woran der Tsipras sagt, das funktioniert nicht mit dieser Art von Politik. Richtig wiedergegeben? Ja. Und das Letzte war, und das ist ja auch nicht die Wahrheit über das Programm. Das Programm ist dazu da, damit die Schulden aufrechterhalten werden. Habe ich das richtig wiedergegeben? Naja, das muss man schon sehen. Das Programm hat von der Seite derer, die den Kredit gewähren und die Troika-Auflagen machen, hat das Programm schon den Gehalt, ihr müsst euch jetzt mal quelligst sanieren. Ihr müsst sparen, um wieder konkurrenzfähig zu werden. Und an dem Punkt setzt er eigentlich an und sagt, es funktioniert aber nicht, es klappt aber nicht. Jetzt zeugt es halt davon, dass das Programm, ihr müsst sparen, um wieder konkurrenzfähig zu werden, offensichtlich auch nicht ganz der europäische Standpunkt, also der Standpunkt derer, die das Geld gewähren, gar nicht ganz ist. Das ist das Ideal von einer Regelung, die erstmal den Auftrag hat, die Schulden in Kraft zu halten, also die Schulden bedient zu sehen und dadurch diese Vermögensansprüche aufrechtzuerhalten und auf der anderen Seite dann gar nicht einfach den Standpunkt hat, Griechenland soll flott gemacht werden, sondern den Standpunkt hat, Griechenland soll erstmal einfach für Europa billiger werden. Ja, und da merkt man, da beißen sich auf einmal zwei Zwecke. Das ist gar nicht, dass die einen und die anderen dasselbe verfolgen, nämlich durch Maßnahmen Griechenland wieder kapitalistisch auf die Beine zu stellen. Sondern Tsipras sagt, so kommen wir kapitalistisch, und das ist gar nicht sein Problem, dass das jetzt kapitalistisch ist, so kommen wir kapitalistisch nie mehr auf die Beine. Und von den anderen kriegt er nicht die Antwort, ja stimmt, dann ist unsere Maßnahme verkehrt, sondern kriegt die Antwort, darauf kommt es auch gar nicht so übermäßig an. Das ist die Härte da. Die Schnittstelle ist schon Sanierung, weil die anderen kommen ja daher. Wenn Sie sagen, Griechenland muss die Troika-Programme durchexerzieren, damit es sich wieder saniert. Und er sagt, so saniert sich Griechenland nicht. Und da reden Sie eigentlich aneinander vorbei, weil er unter Sanierung was anders meint und Sie meinen, so ist genau Sanierung. Ja, die anderen meinen halt, Sanierung ist erstmal, wenn Griechenland als Last für den Euro reduziert wird. Und Tsipras meint, wenn Griechenland ein positiver Beitrag zum europäischen Wachstum ist, und er meint auch, das kann doch Europa gar nicht wollen, denn Europa braucht doch alle seine Teilgebiete, seine Provinzen, um Beiträge zu europäischem Wachstum zu leisten und damit die Wertigkeit und die Wertigkeit, die Zuverlässigkeit des Kredits in Europa und die Wertigkeit des Euro zu untermauern. So denkt er sich's. Und die anderen sagen ihm, na, fürs Wachstum sorgen wir schon selber, wenn ihr noch billiger werdet. Das reicht uns erstmal schon. Und das ist für ein Land überhaupt keine Perspektive. Das ist der Ruin Griechenlands, den sie da eigentlich verordnet kriegen und jetzt auch noch, man möchte sagen, unterschrieben kriegen. Ja, ja, so ist es auch gemeint gewesen. Deswegen merkt man an dem nächsten Zitat von dem Tsipras, dass er selber eigentlich auch schon ein bisschen abrückt von dem engen ökonomischen Argumentieren. Ja, das ist jetzt der Gedanke, der Übergang, den wir jetzt gerade machen. Wir haben jetzt gerade geredet die ganze Zeit über Kredit und Nationen werden kreditiert und was heißt es? Das ist das Festlegen, das Festklopfen der kapitalistischen Staatsräson, das Leben der Menschen im Land muss sich kapitalistisch lohnen für die Geldgeber. Das war jetzt die ganze Zeit die Rede davon. Aber jetzt kommen wir an den Punkt, wo die Unerreichbarkeit dieses Ziels dem Streit einen neuen Charakter gibt, einen neuen Gehalt gibt. Das ist außer Reichweite, dass Griechenland ein positiver Beitrag zur kapitalistischen Rentabilität Europas wird. Das merkt er an den Maßnahmen,
und sagt, dann sind die Maßnahmen verkehrt. Die anderen merken es an dem Misserfolg der Maßnahmen mit dem Ton, ach Gott, ob Griechenland wächst, so wichtig ist es vielleicht gar nicht. Es ist wichtiger, dass es billiger wird. Und jetzt kommt er mit Argumenten, die muss man erstmal würdigen. Die haben den Charakter, ich lese mal das Ding vor, wie gesagt, sieht halt jeder vor sich. Ziel ist es, im Rahmen der Eurozone zu einer neuen Übereinkunft zu kommen, die es der griechischen Bevölkerung möglich macht, zu atmen, ihre Produktivität freizusetzen und in Würde zu leben. Da merkt man, das heißt, das ist nicht mehr Kredite verzinsen, sondern Würde, das ist ein sehr hoher Ton in der Auseinandersetzung. Das ist so das Äußerste, auf was man sich berufen kann. Man weiß ja übrigens, auf die Würde beruft man sich, wenn man sich auf gar nichts anderes mehr berufen kann. Mit der Wiederherstellung der Schuldentragfähigkeit, jetzt kommt er mit dem Argument, und einem Ausweg aus der Rezession, mittels Wachstumsfinanzierung statt zum Scheitern verurteilter Austeritätspolitik. Jetzt haben wir wieder das Moment Scheitern. Da haben wir jetzt gerade schon davon geredet. Er sieht ein Scheitern, die anderen sehen ja das Scheitern gar nicht. Was verlangt er eigentlich in dem Ding? Eigentlich sagt er, ein Staat und seine Existenzbedingungen, seine Fundamentals, die müssen doch höher rangieren als die Bedienung von Schulden. Das ist eine Austeritätspolitik. Austeritätspolitik, das heißt einfach Politik des Nicht-Geldausgebens, Politik des Sparens im Staatshaushalt und damit dem ganzen Volk Verarmung und Knappheit aufnötigen. Das ist Austeritätspolitik. Zur Konkurrenzfähigkeit gegenüber den anderen Nationalstaaten sich herzurichten, den eigenen Nationalstaat, die Ökonomie. Das ist die Zielsetzung davon. Ja, und das Mittel ist Sparen. Reduzieren. Reduzieren der Staatstätigkeit, reduzieren der Staatsausgaben, reduzieren des Staatspersonals. Alles das. Alles das macht ja Griechenland seit einiger Zeit. Also was ich sagen will, ist, der besteht drauf. Eigentlich muss doch das Leben eines Staats wichtiger sein als die Bedienung von einem Kredit. Und der Gedanke ist lustig, weil an und für sich ist es ja auch so. Ja, es ist die politische Macht, die Macht des Gläubigers über einen Schuldner begründet. Nur weil der Staat sagt, das Eigentum des Gläubigers schützt er, das, dass der irgendwann mal Geld gekriegt hat, der Schuldner, macht ihn ewig zum Dienstpflichtigen gegenüber dem Gläubiger. Dieses Unterordnungsverhältnis schützt die Macht des Staates und nur die schützt es. Das ist die Eigentumsgarantie in Schuldverhältnissen. Tatsächlich steht der Staat drüber. Und tatsächlich weiß man ja auch, Staaten können ja auch anders definieren. Können ja auch mal Schulden streichen oder sagen, die werden jetzt nicht mehr bezahlt. Oder meinetwegen in Spanien einmal ein Beschluss, obwohl die Schuldner ihre Häuschen nicht bezahlen können und die Raten für die Häuschen nicht bezahlen können, findet die Vertreibung aus der Wohnung nicht statt. Sistierung von Zwangsräumungen kann die Staatsmacht mal verordnen. Tatsächlich steht der Staat ja drüber. Der moderne Staat, das muss ich jetzt ein wenig erzählen, weil das ist aus den Zitaten nicht so rauszuholen, der moderne Staat hat ja auch die Geldhoheit sich erobert. In einem modernen kapitalistischen Land heute kursiert ja nicht mehr Gold als Währung, das selber mal durch Arbeit aus dem Berg holt, wann musste und deswegen selber Wert repräsentiert. Das moderne Geld ist ein Zettel, den gibt die Staatsbank raus. Und mit der Macht der Hoheit hat dieses Geld den verpflichtenden Charakter, jeder muss es nehmen. Jeder muss alle Forderungen, die er gegen andere hat, mit diesem Zettel als erfüllt betrachten. Und das ist die eine Seite der Geld, der Macht dieses Zettels. Weil die Staatsmacht dahinter steht und mit ihrer Autorität diesen Zettel den Charakter von Eigentum, also es ist der Stellvertreter von Eigentum, verschafft. Deswegen kann man mit dem Zettel Zugriff auf alles, was im Land käuflich ist, üben. Der Staat schöpft das Geld oder er lässt seine Zentralbank das Geld schöpfen und er kann es machen.
Was er nicht kann, ist seinen Wert schaffen. Das hängt im modernen Staat anders als beim Gold. Da ist der Wert schon geschaffen, der ist in dem Ding drin. Beim modernen Staat hängt der Wert des Geldes davon ab, was kapitalistisch damit zustande kommt. Eigentlich ist das ganze Geld eine Spekulation auf die zukünftige Benutzung des Geldes. Und, haben wir ja vorhin schon davon geredet, das Geld kommt gleich als Kredit auf die Welt. Es kommt überhaupt nie anders in Zirkulation, als dass die Zentralbank es gegen Zins an Privatbanken ausleiht, die damit Kreditgeschäfte machen. Anders ausgedrückt, dass die Zentralbank heute das Geld praktisch für null verleiht, kennt jeder als absolute Ausnahme, als irregulären Zustand. Also der Staat steht tatsächlich überm Kredit oder überm Geld. Er ist der Herr des Geldes, er schafft's. Und er kann, wenn er meint, es schaffen zu müssen, es ewig lang schaffen. In dem Konflikt, im Krisenfall, wo der Widerspruch zwischen Geldhoheit und Geldwert katastrophal wird, ist in der Regel bei einem Staat, der seine Geldhoheit hat, ist es so, dass sich die Hoheit gegen das Geld durchsetzt. Der Staat macht sich das Geld zu seinem Mittel und ruiniert es damit. Nehmt Staaten wie Simbabwe. Simbabwe hat eine Inflation von, ich weiß nicht, jährlich 200% oder 400%. Was sagt das? Der Staat druckt Geld und die Geldhoheit, nämlich jeder muss es nehmen und es kommt in die Zirkulation. Die Geldhoheit, die besteht nach wie vor. Die Fähigkeit, dem Geld Wert zu verschaffen, das kann der Staat gar nicht. Bloß Gültigkeit kann er ihm verschaffen. Der Wert, der kommt zustande in dem Maß, in dem Geschäft damit passiert. Wenn in einem Land kein Geschäft passiert oder wenn der Staatsbedarf wegen Krieg so maßlos wird, dass das Geschäft, das im Land geht, überhaupt nicht mehr gerade steht für die Geldschöpfung, findet halt Geldentwertung statt. Da merkt man, wie sehr das Geld selber schon, Werner hat es vorhin gesagt, seinen kapitalistischen Zweck in sich hat und kaputt geht, wenn der nicht erfolgreich zustande kommt. So, jetzt haben wir den Normalfall, steht die Hoheit über dem Geld. Sie bedient sich des Geldes und wenn ein Widerspruch zwischen Geld, den Erfordernissen des Geldes und seiner Verwertung und der Hoheit entsteht, dann geht in der Regel das Geld kaputt und die Hoheit hält sich. In der Eurozone hat sich das umgekehrt. Das ist die große Neuerung und der Hammer. In der Eurozone erhält sich das Geld und die Hoheit geht kaputt. Warum? Weil in der Eurozone die Mitglieder zugestimmt haben, dass die Geldhoheit von ihrer Nationalbank auf die EZB übergeht. Die Nationalbank darf Geld nicht mehr emittieren, die darf kein Geld schöpfen. Das Geld schöpft die EZB. Nach Maßgabe kapitalistischer Rechnungen, nach Maßgabe des Bedarfs des Bankensystems und so weiter, wie das halt in den Statuten steht. Jetzt ist große Krise. Griechenland verdient nicht annähernd, was es an Geld braucht. Schöpfen kann es das Geld nicht. Also steht jetzt ein Land auf einmal tatsächlich, wenn es das Geld nicht verdient, ohne Geldhoheit das Geld zu schöpfen und damit natürlich zu ruinieren. Es steht ohne die Geldhoheit da, das Geld zu schöpfen und damit steht es absolut ohne Geld da. Der Widerspruch von Kredit und Souveränität, ja, der sich eben in anderen Fällen in Inflation oder in schlimmer Geldentwertung ausdrückt, drückt sich hier aus in, der Staat kann eigentlich seinen Betrieb nicht mehr aufrechterhalten, weil er das Geld nicht verdient, das er braucht, um seine Hoheit übers Land auszuüben und seine Gewaltapparate beieinander zu halten und seine Staatsfunktionen zu erfüllen. Und jetzt kommt der griechische Staat und sagt, so kann es doch nicht gemeint, also kommen die griechischen Politiker und sagen, so kann es doch nicht gemeint gewesen sein. Wir haben doch gemeint, wie wir in Euro eingetreten sind, wir hätten uns quasi geld- und kreditmachtmäßig verbessert. Wir haben unser schlechtes Drachme weggeworfen, weil wir gutes Geld wollten.
Und haben Sie vergessen, dass man das gute Geld aber auch bloß kriegt, wenn man es kapitalistisch rechtfertigt? Dass Sie wirklich Ihre Hoheit aus der Hand gegeben haben in Geldfragen, das kriegen Sie jetzt zu spüren in der Fassung, es gibt kein Geld. Also richtig, die Zirkulation, nein, das ist ja noch der andere Hammer. Die Zirkulation im Land, die funktioniert mit Euro und die geht sogar noch. Bloß der Staat kann seine eigenen Unkosten nicht mehr bezahlen. Mal kurz da noch einen Gedanken, weil dieser Grexit, ja, diese Idee, die geht ja genau, also das ist ja quasi, wenn man so will, der Beweis, also was da diskutiert wird. Grexit heißt doch quasi rausgehen aus dem Euro und ein neues Geld schaffen. Und damit ist doch unmittelbar dokumentiert, quasi was Geld ist, dieser hoheitliche Beschluss. Und gleich auch das, was du gesagt hast mit dem nichts wert. Jeder weiß, wenn die Griechen wieder eine eigene Währung haben, ist sie nichts wert. Das weiß jeder. Also das ist sofort, was einem die ganze Welt erzählt. Also auch daran könnte man sehen, was du gesagt hast. Ich wollte aber noch auf was anderes raus, nämlich und das quasi die Rückgewinnung der Geldhoheit ist für die Griechen selber das Schlimmste, was passieren kann. Das dokumentiert was. Du hast jetzt gerade gesagt, der Hoheit geht quasi ihr Mittel verloren, ja, durch die Euro-Konstruktion. Es liegt nicht mehr bei ihr, das Geld rauszugeben und quasi sich selber, wenn sie es braucht, wie es immer so schön heißt, zu drucken. Das ist immer so eine Formulierung. Das Geld drucken, um ihre Ausgaben zu bewerkstelligen. Das liegt nicht bei ihr, das liegt bei der EZB. Und das will sie auch nicht, sich wieder ein eigenes Geld schaffen, das, was sie drucken kann. Weil sie will weiter partizipieren an der Kreditmacht, die der Euro darstellt. Dieses solide Geld, das eben für alles kapitalistische Geschäft tauglich ist und worin man sich bislang, bis eben die Krise ausgebrochen ist, auch verschulden konnte als griechischer Staat. An diesem Geld hält die Griechenland fest. Und da merkt man was, dass nämlich die Hoheit umgekehrt sagt, meine ganze Hoheit ist nichts wert, wenn es nicht dafür taugt, dass da kapitalistischer Reichtum vermehrt wird und sich in einem soliden Geld darstellt. Auch gutes Geld, ja. Die ganze Hoheit, die Hoheit könnten Sie ja haben, aber gutes Geld können Sie nicht haben. Also ich wollte nur sagen, da merkt man was über auch so rum wieder, die ganze Staatsräson. Du hast jetzt gesagt, Geld ist das Herrschaftsmittel, ja, um sich zu finanzieren. Und umgekehrt, im Geld liegt quasi der letzte Zweck des Staates vor. Also wofür er zumindest ökonomisch da sein will. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Nein, schon gut. Sind wir, nach wie vor sind Beiträge erwünscht und Wortmeldungen zu dem zu den Zitaten. Ja. Nochmal, da war doch vor allzu langer Zeit, haben doch Schäuble und Co. haben so gesagt, naja, da sollen sie halt aussteigen. Ja. Das schadet uns nichts. Das macht uns nichts. Passiert nichts. Der Euro übersteht es. Ich halte es für einen billigen Euphemismus oder eine ganz falsche Sache. Du glaubst es denen nicht, dass das der Euro übersteht? Oder der Euro wird es schon überstehen, aber das ist, dass getan wird. Macht mal zu, ihr Griechen. Ja, das ist eigentlich das erste Zitat unter 3b, was du sagst. Erpressung läuft nicht. Ja, das ist genau der Gedanke, den du sagst.
So, und jetzt muss man erst mal sehen, die Deutschen antworten den Griechen mit ihrem Argument, sie sind jetzt eigentlich schon hinter über die Frage, lohnt sich Kredit an Griechenland kapitalistisch? Über die sind sie schon hinaus. Sie sagen, wir brauchen Kredit als Lebensmittel der Nation ist für uns unverzichtbar. Das war jetzt die ganze Rede mit, da wendet sich das Geld gegen die Hoheit in Griechenland. Ne? Also treten sie an Europa und sagen, wir brauchen Kredit. Und zwar einen, der nicht immer unter der Prämisse steht, er muss sich lohnen. Ja, wir brauchen politischen Kredit. Das ist eigentlich der neue Ton von denen. Da passen dann auch die anderen Zitate dazu. Europa muss doch ganz anders zusammenstehen als bisher. Wir sind doch nicht bloß ein Raum von Nationalwirtschaften, von Nationalökonomien. Wir sind doch eine, ja, dann kommen sie mit Solidargemeinschaft in den höheren Sinn. Diese Forderung von denen, wir brauchen politischen Kredit. Und Europa kann sich's doch nicht leisten, uns so im Regen stehen zu lassen. Da kriegen Sie als erste Antwort drauf, doch. Das ist die Schäuble-Stellungnahme mit Erpressung läuft nicht. Doch. Und jetzt, wenn man sich die weiteren Auskünfte von den Deutschen, von dem nächsten, das ist jetzt vom Kauder, ist ja wurscht, da sagt eh jeder dasselbe. Das ist jetzt vom Kauder, das zweite. Wenn man sich das durchliest, da merkt man auch, die bestehen auf der Erfüllung der Forderungen, ohne dass sie noch großökonomisch argumentieren. Also auch die haben den Übergang gemacht ins politisch-prinzipielle. Wie es die Griechen machen, machen es die auch. Schauen wir es schnell an. Auch in anderen Ländern wird gewählt, auch dort müssen sich Regierungen an Abmachungen der Vorgängerregierungen halten. Da hört man jetzt was, ja, das wollen die Griechen ja gerade nicht. Man kann nicht einfach alles über den Haufen werfen. Zur Erinnerung, wir brauchen kein Geld von den Griechen. Ja, sie brauchen Geld für uns. Wenn ein Unternehmer kurz vor dem Konkurs steht, kann er seiner Bank auch nicht die Bedingungen für die Rettung diktieren. Er muss auf seinen Kreditgeber zugehen und kann nicht ständig einseitige Forderungen stellen. Er muss auch ein Geschäftsmodell präsentieren, wie sein Unternehmen gesunden kann. Das müssen auch die Griechen. Darauf warten aber bislang alle in Europa vergeblich. Der Zusammenhalt Europas ist auch ein hoher Wert. Es muss aber ein Europa sein, in dem man sich mit Respekt begegnet und an die Regeln hält. Klar, Griechenland wird jetzt wird mit einem privaten Schuldner verglichen und gesagt, da haben wir doch das Vorbild, wie ein Schuldner hat, bescheiden zu sein. Der Schuldner ist ein Bittsteller und so soll er sich gefälligst auch benehmen und er soll keine Forderungen stellen. Und dann immer diese Formel, sich an Abmachungen halten, Regeln befolgen. Regeln gelten, auch Schäuble sagt es laufend, Regeln. Das ist getrennt von der Frage, was passiert denn eigentlich, wenn sich mal nicht dran halten will. Der redet gar nicht mehr drüber und dann geht irgendwas bestimmt kaputt. Dann ist irgendwas, irgendein Ziel nicht mehr erreichbar oder so, sondern der kommt sehr prinzipiell, Regeln. Und das ist eigentlich selber wieder ein Beitrag zur Souveränitätsfrage. Es ist... Griechenland ist eingeordnet und untergeordnet und es hat sich unterzuordnen unter ein supranationales Regime, das nun mal längst etabliert ist in Europa. Und da kann Griechenland nicht darauf plädieren, dass es ein Staat ist, der doch einen freien Willen hat. Eigentlich ist das der große Ton. Griechenland kommt und sagt, wir sind doch ein Staat. Da kann doch nicht, man kann doch über uns nicht bloß wegen Kredit den Staat brechen. Und die Antwort anderen antworten und sagen, ein freier Staat ist Griechenland schon längst nimmer. Es hat sich unterzuordnen. Es muss sich unterordnen, wenn es nicht aus dem Euro ausscheiden will. Sie sind, ja. Vorhin das mit dem Satz, ja, wo noch drauf gesagt worden ist, stimmt das eigentlich tatsächlich, wenn der Schäuble sagt, wir würden noch den Ausstieg von Griechenland verkraften, sollen sie doch, macht der Eurozone nicht. Ja, dem kann man doch in jedem Fall eines entnehmen, dass jedenfalls die deutsche Regierung und Europa da draußen besteht und sagt, wir lassen uns von Griechenland nicht erpressen. Und
das müsst ihr euch sagen lassen. Und wenn ihr euch nicht erpressen lasst, dann verzichten wir auf uns. Und das können wir uns auch erlauben. Und da ist die Seite, und ob sie sich dann tatsächlich erlauben können oder ob es Währungsturbulenzen gibt, gar nicht das Entscheidende. Aber das soll doch ein Postulat gegenüber Griechenland sein. Kommt hier nicht mit Argumenten an, dass ihr die Troika-Vorschriften nicht wahrnehmen könnt, sondern ihr müsst, und dann kommt das, was jetzt von Peter gesagt worden ist, ihr müsst euch an die Regeln halten und darum geht es. Und das schreiben wir euch vor. Also, es geht gar nicht um die Beurteilung, ob die griechische Drohung, wir können doch einfach die Zahlungen einstellen, ob die sie ernst meinen und durchhalten könnten, oder ob die Schäuble-Drohung, wenn ihr euch nicht an die Regel haltet, dann ist eben Schluss, war doch da so ein Ding, ja. Ob der Euro das gut vertragen würde, das ist gar nicht wichtig. Es ist einfach, das ist die Konfrontation der Staatswillen. Die einen sagen, da muss doch ein Kompromiss sein, da muss man doch auf uns zugehen, wir können so nicht mehr weiter. Und die anderen sagen, wir lassen uns von eurer Not nicht erpressen, ihr seid nicht mehr ein freies Subjekt, mit dem man auf gleichem Fuß verkehrt und ins Geschäft kommen muss. Ja, merkt man ja auch schön an den Zitaten vorhin nochmal, ich habe einmal in der Würde, wo gesagt worden ist, den Leuten in Griechenland ein Leben in Würde ermöglichen, und das Schluss von dem Kauder-Zitat, es muss ein Europa sein, wo es um Respekt geht und man sich an die Regeln hält, beide Seiten auf der Ebene bewegen. Materielles ist gar nicht das Thema, sondern die Seite. Würde und Respekt heißt doch immer, wie begegnen wir uns gegenüber. Und dann natürlich nicht als Menschen, sondern als Staatsgebilde. Was eine Frage ist, wer muss sich hier von wem was sagen lassen? Damit wir weiterkommen, schauen wir auf die Kanzlerin, die schlichtet jetzt den Streit. Und noch eins vielleicht bloß als Warnung in dem Rahmen. Jetzt haben wir den Punkt, ja, es stimmt. Es geht um inzwischen die ganze Ebene des Kredits, Kreditbedienung, Kapitalismus im Inland muss funktionieren. Die ganze Ebene ist nicht gestrichen. Aber es ist übergegangen wirklich zur Ebene von Unterordnung und Befehl. Es ist die Ebene von politischer Dominierung. Aber man muss jetzt sich da hüten, dass man, bloß weil man das feststellt, selber sich zum Anhänger der Souveränität Griechenlands macht. Ja, Griechenland ist da Opfer in diesem Souveränitätsstreit, das stimmt. Aber man muss ein bisschen bremsen, wenn man gleich Mitleid kriegt mit dieser Souveränität. Souveränität hat immer die Bedeutung, es ist das Gewaltmonopol eines anderen Staats, der verordnet daheim, wie es bei ihm zugeht. Also nicht gleich sagen, deutsche Herrschsucht, armes Griechenland, sondern erstmal feststellen, ja, es ist auf der Ebene der Souveränitätsfrage, und dann die Weiterung, und worum geht es bei der Souveränitätsfrage? So, jetzt kommen wir erstmal die Kanzlerin, die schlichtet es. Soll ich vorlesen? Ja, und vor allen Dingen drüber. Die Welt schaut auf uns, wie wir in der Eurozone mit Problemen und Krisen in einzelnen Mitgliedstaaten umgehen. Die Welt misst uns daran und sie wird Europa umso mehr respektieren, wenn wir zeigen, dass wir gemeinsam handeln und gemeinsam die Probleme lösen können. Ich habe immer wieder gesagt, scheitert der Euro, scheitert Europa. Das fanden und finden manche zu dramatisch, aber ich bleibe dabei, denn der Euro ist weit mehr als eine Währung. Er ist neben den europäischen Institutionen, die wir geschaffen haben, der stärkste Ausdruck unseres Willens, die Völker Europas wirklich im Guten und Friedlichen zu vereinen. Vielleicht ist es auch an der Zeit, dass wir uns wieder daran erinnern, wie wir diese wunderbare Wandlung vom Kontinent des Krieges zum geeinten Europa geschafft haben. Mit Kreativität und Vertragstreue, mit festen Prinzipien, ebenso wie mit Verständnis füreinander und Kompromissbereitschaft. Also das erste Interessante ist schon mal, quasi auf welche Ebene die jetzt den Euro gleich hebt. Das ist eine Frage,
von Krieg und Frieden, wie es früher immer gehießen hat. Europa ist eine Frage von Krieg und Frieden. Also auf die prinzipiellste Ebene. Ja, und was ist damit angesprochen? Ja, quasi an dem Euro, an dem Europa, wie es Deutschland gebaut hat und weiterverfolgt. Das ist überhaupt das Elementarste für Deutschland. Das ist die elementare Staatsräson. Und das Interessante ist jetzt, dass die sagt, die Welt schaut auf uns, wie wir aus der Krise rauskommen. Aus dieser Euro-Krise. Und was meint sie damit? Ja, die Welt schaut auf uns, ob wir es schaffen, quasi diese Unterordnung von Staaten, die sich unterordnen müssen, weil sie kein Geld mehr verdienen und damit über kein Geld mehr verfügen. Ob wir, der Rest, der das Geld verdient, ob er diese Unterordnung hinkriegt. Also, was sie damit sagt, ist, der Euro und das ganze, und damit das ganze Projekt Europa, was der braucht, ist ein Machtbeweis, dass in Europa ein Regime herrscht, das schafft, Staaten unterzuordnen diesem Regime. Den ihren Willen, den ihren freien Willen quasi als abgegeben zu behandeln, eben weil sie in Euro wirtschaften. Doch sowas Ähnliches wie der Zwangsvollstrecker Europas. Gelingt es den Deutschen denn, die Schulden, die keiner mehr zahlen kann, noch einzutreiben? Also sprich, die Überakkumulation, die in ganz Europa stattgefunden hat, in den wirtschaftlich unproduktivsten Regionen geltend zu machen? Nee, das ist nicht, das ist überhaupt nicht die Botschaft. Wir sind hier der Zwangsvollstrecker. Wir sammeln quasi Reste von Reichtum ein, die dann quasi den, wovon das der Rest ist, halt total ruinieren. Das mag ja sein, aber Zwangsvollstrecker. Also das, was noch verwertbar ist, holen wir uns ab. Sondern die Aussage war, der Euro braucht diesen Machtbeweis. Quasi, wir haben uns in der Eurozone quasi ein Konstrukt geschafft, ein Geld. Wo vorhin die Aussage war, Geld ist doch immer ein Produkt der Gewalt. Wie gesagt, das kann man noch, sogar noch an dieser Grexit-Idee entdecken. Geld ist ein Produkt von Gewalt. Und ja, wie schaut denn das in Europa aus? Da ist doch quasi die Geldhoheit an die EZB abgegeben. Und wer ist eigentlich das garantierende Subjekt? Ja, da sagt die Kanzlerin, diese Krise zeigt, wer das garantierende Subjekt sein muss oder ist und sein muss, der den Euro und seine Werthaltigkeit, dass das ein Stück weltweit verwendbares Geld darstellt. Das braucht erstens eine Macht hinter sich und das heißt in Europa eben ein Regime, das von den erfolgreichen Staaten aus, Deutschland, vielleicht noch Holland und Frankreich, das von den erfolgreichen Staaten gemanagt wird und dem sich andere unterzuordnen haben. Ich verstehe nicht, warum du das in dem Zitat liest, weil sie drückt es doch immer so aus, ohne dass sie sagt, wer jetzt wir sind. Sie sagt Kompromiss und also sie unterscheidet nicht zwischen diejenigen, die entscheiden und diejenigen, über die entschieden wird. Also ich hätte jetzt gemeint, wenn man es mit der tatsächlichen, mit der Politik vergleicht, dass sie zu den Griechen sagen, also dass sie die neue Regierung beäugen als Problemregierung, die sich nicht beugen will. Wenn man das damit zusammennimmt, dann ist eigentlich klar, dass Kompromissbereitschaft eigentlich heißt,
dass die sich zu beugen haben. Aber ich hätte gemeint, ich verstehe nicht, warum du aus dem Zitat so sehr betonst, dass es da, dass sie ausdrückt, dass die ganze Welt darauf wartet, dass sie und die maßgeblichen Nationen in Europa sich mit aller Macht durchsetzen gegen diejenigen, die zu viele Schulden haben oder so. Ja, das ist so, die Kanzlerin spricht gleich im Namen des Euro. Sie spricht gleich, also die hat gar nicht das Problem zu sagen Deutschland, sondern die spricht gleich im Namen des Euro. Die Welt schaut auf uns, wie wir in der Eurozone mit Problemen fertig werden. Und was... Die setzt das, im nächsten Satz sagt sie Europa und die setzt das gleich. Es ist nicht dasselbe, das wissen wir, ne? Aber die setzt das jetzt einfach gleich. Im ersten Satz sagt sie Eurozone, im zweiten Satz sagt sie Europa. Die Welt misst uns daran und die Welt wird Europa umso mehr respektieren. Merkt man jetzt, da ist jetzt der Gedanke, Europa stellt für den Rest der Welt was dar, wenn es seinen Laden nach innen in Ordnung hält. Also das ist jetzt der Gedanke, ja. Und da merkt man erstmal, die Kanzlerin äußert sich damit gegen die Drohungen. Man merkt auch, das war ein Statement zur Deeskalation des Streits. Sie äußert sich gegen die Wortmeldungen, die gesagt haben, sollen sie doch austreten, die Griechen. Sagt sie, nein, wir wollen Griechenland um fast jeden Preis in Europa halten. Und jetzt kommt der Grund. Weil unser Respekt vor der Welt daran hängt. Und das ist interessant. Das ist nicht einfach das Argument, weil wir können doch sowieso zusammen und wir vertragen uns bestens oder irgend sowas. Sondern weil das, was Europa gegen den Rest der Welt darstellt, davon abhängt, dass wir nach innen unseren Laden in Ordnung halten. Und das heißt, dass wir schon im Sinn von die einzelnen Mitglieder freiwillig dazu bringen, dass sie die Regeln einhalten. Und da hat sie den Ton mit der Kompromissbereitschaft, würde ich in der Stelle anders lesen, das hat schon den Ton und das heißt auch von uns aus, irgendwas muss man, in irgendeiner Hinsicht muss man den Griechen entgegenkommen. Das ist noch nicht, wir merken ja, jetzt haben sie doch in den letzten zwei Wochen haben sie doch die Stimmung total geändert. Nicht mehr, dann haut doch ab und nicht mehr die Griechen machen Merkel mit Hitlerbärtchen und so weiter, sondern nein, beide Seiten äußern beste Absichten, sagen, sie können miteinander, sie haben noch keine Einigung, aber sie sind fest entschlossen, zu einer zu finden. Das ist doch jetzt der neue Ton. Und der neue Ton, da merkt man auch, die Kanzlerin hat den Standpunkt, einfach die Nationen wie ins Gefängnis sperren, das geht nicht. Die Unterordnung muss freiwillig sein. Und dazu müssen wir kommen. Und das braucht aber dann tatsächlich der Euro. Jetzt braucht der Griechenland in ganz anderer Hinsicht, als Griechenland gemeint hat, Europa braucht Griechenland. Die Griechen haben gemeint, Europa braucht Griechenland als Beitrag zum europäischen Wachstum. Und dann muss Europa auch so mit Griechenland verfahren, dass es einen Beitrag zum europäischen Wachstum leisten kann. Und jetzt sagt die Kanzlerin, die bewiesene Fähigkeit, bei uns Streits beizulegen, die bewiesene Fähigkeit, die Euro-Ordnung aufrechtzuerhalten und die Staaten bei der Stange zu halten dabei, das ist es, was wir brauchen, um uns dem Rest der Welt gegenüber als respektheischend zu präsentieren. Jetzt ist man mit dem Wort Respekt immer noch auf einer sehr hohen ätherischen Ebene. Was heißt das eigentlich? Und was ist denn eigentlich los, wenn Respektlosigkeit einreißt? Ne? Respekt hat jetzt eine sehr enge, am Euro orientierte Bedeutung. Auf die hat der Werner vorhin schon zugesteuert. Das muss ich jetzt einfach zum Teil einfach wiederholen, weil das ist jetzt ein neuer Gedanke. Da hole ich jetzt nochmal weit aus. Ich habe vorhin erzählt, dass ein moderner Staat schon gleich, eigentlich der Schöpfer des Geldes ist. Die politische Macht, die Hoheit, gibt dem Zettel die Autorität, dass man mit ihm kaufen kann und dass jeder andere Eigentümer ihn als an Eigentumsstatt akzeptieren muss. Es ist richtig, es gibt eine Pflicht, Geld anzunehmen.
gesetzliche Pflicht, Geld anzunehmen. Das Geld kann der Staat schaffen. Sein Wert, war meine Rede, kann er nicht schaffen. Das merkt man an der Inflation, das merkt man am Wertverfall in manchen Ländern. Das Geld schafft er, den Wert schafft er nicht. Und wenn es zum Konflikt kommt, war vorhin die Rede, in der Regel bei einem Staat, der seine Geldhoheit hat, behauptet er seine Hoheit und ruiniert damit das Geld. Für Griechenland schaut die Sache umgekehrt aus, das war die Rede vorhin. Jetzt haben wir mit Europa was. Europa, da gibt es auch eine Geldhoheit, die übt die EZB aus. Den Geldwert kann auch die EZB nicht schaffen. Aber die EZB emittiert ein Geld, das in einem riesigen Raum des Weltkapitalismus benutzt wird. 500 Millionen Konsumenten heißt es dazu, ja? Mehr als Amerika. Ein Geld, das als Weltwährung etabliert ist, ein Geld, das interessanterweise in der größten Krise eine Infragestellung seines Werts eigentlich kaum hat erleben müssen. Jetzt sinkt es gegen den Dollar, aber alle sagen in kontrolliertem Umfang. Also das hält noch niemand für eine Katastrophe. Das europäische Geld hat seine Fragwürdigkeit nach der anderen Seite hin. Nicht nach der Seite des Kapitalismus, den es repräsentiert. Da ist Deutschland als der Kern der Eurozone dieser Erfolgsstaat. Und wie erfolgreich der Euro durchgesetzt ist, hat ihnen eigentlich der Draghi bewiesen mit seinem damaligen Satz: Wir halten die Eurozone zusammen, whatever it takes, and believe me, it will be enough. Ja, war dieser schöne Spruch. Das haben jetzt die Zeitungen, die Presse auch gebracht und das Fernsehen. Das war die wirksamste verbale Intervention, die die Welt, also die Geschichte der Währungen kennt. Sie mussten keinen einzigen Euro dafür ausgeben. Allein das gesagt zu haben, hat alle Spekulation auf einen Abbruch der Eurozone beendet. Was zeigt es? Das zeigt nach der einen Seite hin, wie angewiesen die Weltgeldanleger auf den Euro schon längst sind. Wie wichtig das Geld für die in der Welt sind, die Geldkapital haben und zu verwalten haben. Da muss man zwischen Euro und Dollar hin und her schieben, auch einmal ein bisschen englisches Pfund, ein bisschen Schweizer Franken, nächstens vielleicht Renminbi. Aber viel mehr andere Währungen gibt es gar nicht, in der die Weltanleger anlegen. Insofern hat Europa eine riesige Geldmacht, aber es hat eine offene Frage, nämlich wer ist denn eigentlich das Subjekt der Geldhoheit? Und da merkt man, es gibt den Staat gar nicht, der mit seiner Autorität dem Geld sei Macht nach der Geldhoheitsseite hin verleiht. Es gibt die EZB als den Beschluss von lauter souveränen Staaten, wir machen in Gelddingen gemeinsame Sache. Aber alle Mitglieder machen in Gelddingen gemeinsame Sache mit der Rechnung, das ist ein Mittel für sie. Jetzt haben wir die Krise, wo sich herausstellt, für manche ist es überhaupt kein Mittel. Manche Staaten leiden an diesem Geld. Und jetzt kommt die Kanzlerin auf das Argument, wir müssen die Eurozone zusammenhalten, um alle Zweifel an der Existenz dieses Subjekts, dieser Geldhoheit, dieses Machtsubjekts, das die Geldhoheit ausübt, totzuschlagen. Jetzt kommen die einen, die sagen, Griechenland rausschmeißen, das macht den Euro besser, weil dann sind bloß noch bessere drin und die Schlechten draußen. Guten ins Töpfchen, Schlechten ins Kröpfchen oder umgekehrt. Dann steht in den Zeitungen so richtig, so Überlegungen. Ohne Griechenland wäre der Euro doch eine festere, eine stabilere Währung. Und die Kanzlerin hat erstmal die Linie umgekehrt. Die sagt, die Zone zusammenhalten und sicherstellen, dass die Mitglieder sich diesem Geldregime unterordnen, ist viel wichtiger, als was die Mitglieder ökonomisch einzeln leisten. Auch Mitglieder, für die der Euro kein Gewinn mehr ist, auch in einer Phase, die jetzt schon ein halbes Jahrzehnt dauert, in der die Staaten am Euro leiden bis kaputt gehen, darf die zuverlässige Mitgliedschaft nicht in Frage stellen. Denn das wäre die wahre Infragestellung des Euro. Das ist der ihr Standpunkt. Ich will gar nicht drüber reden, was der wahre und was da richtiger oder verkehrt ist. Aber man muss mal sehen, was im Konflikt liegt. Im Konflikt liegt eine engere ökonomische Rechnung.
und eine, die viel mehr längst auf die Seite der Geldhoheit setzt. So nach dem Muster, eine Geldhoheit, die einen so großen Wirtschaftsraum verwaltet, die hat grenzenlos Kredit, wie die Amerikaner ja grenzenlos Kredit haben. Und der Draghi hat eigentlich bewiesen, dass auch die Euros, wenn sie eine zuverlässige Einheit sind, na vielleicht nicht grenzenlos, aber verdammt viel Kredit beanspruchen können. Und an der Stelle kommt ihnen die fehlende Geldhoheit als das Problem in Weg. Und jetzt kriegt die Unterordnung Griechenlands eine ganz neue europapolitische Bedeutung. Nämlich, gerade die Länder, die am Euro leiden und es eigentlich nicht aushalten, dazu bringen, sich dazu zu bekennen, dass das ihre unausweichliche Perspektive ist. Dass man in Euro eintreten, aber eigentlich nicht mehr austreten kann. Das ist der Beweis der Festigkeit des Euro, den sie jetzt für nötig halten. Und da merkt man, dass Europa dann den Schritt zu, es braucht eine Hoheit, es braucht auch Hoheitsverhältnisse und es braucht eine tendenzielle Auflösung der Staaten. Dass die über das Geld den Schritt tatsächlich immer näher an den Schritt rankommen. Natürlich, das ganze Zeug immer heikler wird drüber, weil man merkt ja, Staaten sagen nicht so leicht, ach Gott, da zerstören wir doch einfach dieses nationale Ich, um dessen Willen man das alles gemacht hat. Und wenn ein größeres Europa. Keiner der Staaten will das von sich aus. Auch Deutschland will das von sich aus nicht. Im Gegenteil. Deutschland sagt, es könnte sich höchstens in Europa auflösen, wenn Europa deutsch wird. Und die anderen sagen es auf ihre Weise umgekehrt. Und jetzt kommen sie übers Geld an den Punkt, wo sie die Mitglieder fast schon in ein Regime hineinbuxieren, in dem ihre Hoheit ja nur noch was Formelles ist, weil es eine tatsächliche Unterordnung unter den Euro gibt. Und das ist der Kampf, der im Moment an Griechenland exemplarisch ausgefochten wird. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Und es ist das Unglück der Griechen, dass sie klein genug sind, dass man an ihnen das als Exempel exerzieren kann. An Frankreich könnte man das nicht. Also das ist prinzipieller als jetzt das, was ja aktuell stimmt, dass sehr viel an der Garantie der EZB in Sachen ihrer Geldpolitik hängt, also für die Attraktivität des Euro. Das geht darüber hinaus. Also weil das in der Bezug, wer ist der politische Garant? Und die EZB demonstriert doch permanent, dass sie gerade mit ihrer Politik überhaupt den Euro mit der Kreditvergabe und auch die Attraktivität fürs Finanzkapital garantiert. Also das ist, schafft ja die Grundlagen, dass die den Kredit ständig nachschieben. Ja? Also politisch garantiert. Das ist jetzt, was aktuell noch passiert. Das kann die EZB, solange ihr alle Mitglieder das Recht, sie garantiert es politisch, auch zubilligen. Und das Letzte ist jetzt der heiße Punkt, um den es geht. Ja, auch das jetzige Programm vom Draghi mit den 1,3 Billionen innerhalb von 18 Monaten oder so ähnlich. Eine unglaubliche Beanspruchung von Kredit für Europa. Eine unglaubliche Beanspruchung. Wir vermehren das Geld wie der Teufel. Und die Welt soll es akzeptieren als, was wir in die Landschaft setzen, ist Geld. Und der Hammer ist, das ist noch nicht mal das Problem. Der Hammer ist, hält eigentlich das Subjekt, also hält die politische Einheit, die hinter diesem Geld steht. Und das macht die Kanzlerin sich zum Anliegen. Und deswegen ist, nehmt mal den Juncker, das Juncker-Zitat danach, das drückt das noch viel deutlicher aus. Nach Einschätzung Junkers würde ein Ausstieg Athens aus der Eurozone einem nicht zu reparierenden Ansehensverlust der gesamten EU in der Welt führen. Das ist die Ebene, um die es geht. Ist die EU eine politische Einheit, in der störende Hoheiten schon nicht mehr existieren? Oder ist sie doch immer unter dem Vorbehalt, dass alle Mitgliedsländer
ihre Rolle bloß dann spielen, wenn sie sich für einen nationalen Vorteil halten. Das ist die große Frage. Und an der Stelle sagt sie, an Griechenland durchexerzieren, und da muss man durchaus sagen, das läuft jetzt auf irgendeiner Weise schon drauf raus, dass die Griechen für ihr Mitmachen einen Preis kriegen. Irgendeine Konzession gibt es dann schon. Aber die gibt es dafür, dass die Unterordnung wirklich sichtbar stattfindet. Wir wissen noch nicht welchen, aber das ist auch wurscht. Drückt es ja eben aus mit dieser Kombination Vertragstreue, feste Prinzipien und Kompromiss. Genau. Also von den Prinzipien gehen wir nicht ab, von den Regeln sind Regeln, gehen wir nicht ab. Aber dafür sind wir dann, wenn das passiert, sind wir auch kompromissbereit. Die Griechen sagen ja nicht von sich aus, sie wollen raus, das haben wir ja vorhin gehabt. Das ist ja, die sind ja für die Einheit Europas. Die haben also gesagt, man muss es für uns den Nutzen haben. Denk mal, das letzte Zitat. Am Schluss ist der Varoufakis der größte Europäer. Ja, gerade weil sie es brauchen, so. Ja, ja. Es wird doch diese Differenz, wie machen wir das, wird sozusagen wird zum Material des Beweises der politischen Einheit, also durchsetzt. Ja. Ist das eine besser wie das andere, wenn ich nur noch, also beide Seiten sagen ja, meine Art ist der beste Beitrag für das einige Europa. Und da ist das der Inhalt, den Sie nennen, die einen Spardiktat, die anderen sagen Kredit für Wachstum, ist doch dann das bloße Material für diesen politischen, also wer setzt sich da durch? Und da du sagst jetzt, man muss sich klar machen, die Frage nach der politischen Einheit, also das klang mir jetzt bei dir auch ein bisschen zu subjektlos. Das stellt doch die Frage, wer definiert denn die politische Einheit? Das ist doch identisch damit. Wer ist es denn, der quasi den politischen Willen in Europa definiert? Schon, aber doch nicht in dem kurz gefassten Sinn, sie müssen sich den Deutschen unterordnen, sondern die reden doch auch von dem Projekt her, von dem Gelingen dieses Projekts, das für sie von Nutzen ist, klar. Aber wer definiert denn das Projekt? Was erfordert denn die Stabilität des Euros? Das ist doch gerade das Beharren da drauf. Quasi unser Weg, aus der Krise rauszukommen mit diesen schönen Austeritätspolitik. Das wird jetzt, also wenn man denkt, das wird jetzt gar nicht mehr dran gemessen an den Wirkungen, bringt es das, sondern Regeln sind Regeln. Das muss eingehalten werden. Ja, wieso? Weil damit der Beweis erbracht ist, dass auch unabhängig von den Nutzenkalkulationen derjenigen, die sich dem Regime unterstellen, denen gar nichts anderes übrig bleibt, als freiwillig sich diesem Regime zu unterstellen. Und damit den Mächten, die hinter diesem Regime stehen. Schau mal, das andere, der Varoufakis mit seinem, was er da beim Jauch gesagt hat, mit quasi dieser alte Traum, das vereinigte Europa. Ja? Die Krise beiseite lassen, sagt er. Ach Gott, da reden wir doch was Wichtigeres. Wir haben doch was Wichtigeres als die Krise. Was fordert der ein? Da merkt man auf der einen Seite, wenn der von vereinigten Europa spricht, dann sagt er auch nicht quasi, ach Gott, hier Griechenland ist Griechenland und wir messen alles an uns und davon rücken wir kein Jota ab. Sondern merkt man mit dem vereinigte Europa, also jetzt auch mal nach der Seite der Kompromissbereitschaft, ja, der sagt quasi von sich aus, ja, das Bestehen quasi gegen den Rest von Europa auf unsere Hoheit, das bringt es doch nicht für Griechenland. Das bringt es nicht. Sondern was es für Griechenland bringt, ist quasi so etwas, was er mit da dem Vereinigten Staaten von Europa meint. Quasi ein Programm in Europa, das dadurch definiert wird, dass alle Staaten da einen Bestandteil, einen Beitrag zu Europa betrachtet werden
und als solche vorkommen. Das fordert der ein. Da geht es auch drum, quasi, also nur nicht, weil es der quasi der Kleine ist, sondern auch auf der Ebene, wo da gekontert wird, das auch nicht vergessen. Ja, das geht auch drum, quasi, wie definiert sich der politische Wille in Europa? Verstehe ich nicht beim Varoufakis, weil der verbindet ja mit dem großen Europa auch ein neues und ein anderes, ein sozialeres Europa. Ja. Mit der blöden Auseinanderdividierung, die er immer macht, wenn es groß ist und zusammen und wir vereint, dann ist es schon doch erst einmal gut oder Voraussetzung dafür, dass es besser wird. Ja? Aber die Kanzlerin steht doch auf der Seite, dass sie sagt, die Währung ist Ausdruck von dem Kommando, was erst einmal herrschen muss in Europa, dass sich alle Staaten unterordnen. Ich verstehe nicht, warum du das gegen ihn einwendest, weil hätte ja gar nichts anderes, also hätte er das gesagt, dass Griechenland selber den Willen äußert als ein Bestandteil erhalten und gepflegt zu werden, dass sie einen Beitrag zum Euro und zum Erfolg des Euro liefern kann und liefert. Ja? Ich wende sowieso nichts dagegen ein, sondern wie gesagt, der macht eine komische Trennung, dass er sagt, wenn das große Europa zusammensetzt und die Streitigkeiten hinter sich lässt, dann ist es das sozialere und bessere Europa möglich. Und da macht er eine Trennung. Ja? Aber die Kanzlerin kommt ihm doch gegenüber her und sagt, das Erste ist es, braucht das Kommando. Sag noch mal was zu dieser Trennung. Ich habe jetzt verpasst, was du mit Trennung meinst. Wie es die Rebis immer machen. Wenn was groß, ganz und zusammen ist, dann ist es der erste Hebel für einen Fortschritt. Dann kann das Neue schon aufbrechen. Nee, das glaube ich, kommt nicht aus einer Rewe-Ideologie. Sondern? Nein, der sagt quasi, die Griechenland auf sich gestellt, das bringt doch nichts. Nein, wir haben es eingesehen. Wir sind abhängig von Brüssel. Ja, und dass das auch heißt, quasi, unser Haushalt ist nicht mehr unser Haushalt. Auch das sagen wir, ja. Aber damit quasi Griechenland wieder vorwärts kommt, braucht es ein anderes europäisches Programm, das quasi allen die Haushalte führt. Also das war doch das, was bemerkt werden sollte, nämlich Griechenland kontert die Zumutung gar nicht mit der Verteidigung der eigenen Souveränität, sondern es anerkennt schon, dass es Teil Europas und insofern untergeordnet und auch unauflösbar drin ist. Und seine Forderungen, die natürlich deswegen nicht vom Tisch sind, sind Forderungen nach einem anderen Europa. Das sind nicht Forderungen nach Griechenland statt Europa, sondern die Zuordnung, die unterschreiben sie, die Kanzlerin haben will. Nicht einig sind sie natürlich drum, worum es in Europa gehen soll. Natürlich hat er die Idee, das braucht jetzt ein soziales Europa, damit kann Griechenland gut leben. Das kriegt er nicht. Und die Kanzlerin sagt, wir brauchen ein konkurrenzfähiges Europa. Ja, und man merkt, das kann sie zwar wünschen, aber befehlen ist da, also Konkurrenzfähigkeit ist auch was man nicht einfach verordnen kann. Das stellt sich raus. Verordnen können sie das Kaputtsparen von Griechenland, das können sie verordnen. Ein konkurrenzfähiges Europa, das ist das damit noch nicht. Also insofern war es bloß wichtig, die Kanzlerin ist natürlich, das ist doch unübersehbar, inzwischen der Repräsentant Europas. Sie spricht im Namen Europas. Der deutsche Standpunkt ist der, dass Europa Erfolg haben muss. Und sie definiert jetzt erstmal, und Erfolg hängt jetzt in allererster Linie davon, dass diese politische Einheit, und das heißt die Unterordnung der Mitgliedsländer unter das Europäische, unter den Vorrang des europäischen Regimes, jetzt erstmal Geldregimes, dass die Unterordnung auch unbezweifelbar ist. Das ist das erste Interesse. Und natürlich verbindet sie dann mit der Voraussetzung, alle möglichen Geschichten, die eben in Sachen Konkurrenzfähigkeit gehen,
die kriegt sie von den Partnern auch nicht einfach so, wie sie es will. Also das Erste, was du sagst, das heißt, das, was die Gültigkeit heißt, Regeln, die Regeln haben zu folgen. Ja, und alle Mitgliedsländer haben anzuerkennen, dass die Regeln über ihrer Souveränität stehen. Das ist diese große Botschaft. Das ziehen sie an Griechenland durch und da ist jetzt gerade die Stimmungsverbesserung eine Weise, wie man sieht, ja, und für diesen Beweis sind die Griechen glatt zu haben. Sie hätten bloß gern irgendeinen Preis dafür. Jetzt machen wir Schluss.